Ich bin Elias, das ist Wirt. Pokémon Nuzlocke, jetzt! Nuzlocke. So? Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Ich find's schön, dass du noch rechtzeitig hier bist, Elias. Wer hätte gedacht, dass du es irgendwie noch schaffst? Du hast mir vor ein paar Minuten angerufen, ja, und so, ey, komm, Wirt, mach die Sendung schon mal ohne mich. Ich dachte so, ey, komm, das geht nicht. Das ist Nuzlocke, das sind Elias und Wirt. Es geht nicht anders. Weißt du, Wirt, so wahr ich Elias bin, ich kann diese Sendung doch nicht ohne mich anfangen lassen. Na, das ganz schön selbstverliebt. Es ist ja Elias und Wirt. Ja. Muss natürlich Elias immer vorne dran nennen. Ja. Und da bin ich natürlich pünktlich am Start. Ich könnte es mir nicht einfallen lassen, einfach hier einen leeren Platz zu lassen. Deshalb bin ich, Elias, jetzt schon hier. Das ist ungefähr so, wie das ja, ist, ich, ja? Elias Alawi, stehe mit meinem Namen für Pokémon Nuzlocke. Pokémon Nuzlocke ohne mich? Das kann ich nicht erlauben. Nee, das nehme ich auch nicht so hin. Ja, hast du dich von der letzten Session ein bisschen erholt? Also es war so, ey, was wir da auch erlebt haben gegen den Arenaleiter. Die Arenaleiterin. Das war ja so heftig. Und dann, als du das Pokémon und wo wir den Angriff, wo er den vergessen hat. Ja, genau. Ich dachte auch so, ja, kommen wir jetzt gegen sie an, ne? Also, ich weiß auch, das war doch die mit dem italienischen Akzent. Oh ja, die fand ich süß, muss ich sagen. Die fandst du süß. Ich weiß nicht, irgendwas hat die. Ich glaube, es ist die Nase oder so, ne? Irgendwas hat sie gehabt, ne? Ja, der Kampf war nicht so anstrengend wie gedacht, aber danach der Kampf gegen Mogelbaum, ne? Ich konnte auch nicht aufhören, an sie zu denken, muss ich sagen. Ja. Sie hat meine Träume bestimmt. Ey, ich könnte mal zurücklaufen und nach der Telefonnummer fragen vielleicht. Frag mal bitte nach der Telefonnummer. Fragen wir nach der Telefonnummer, vielleicht ruft sie uns ein bisschen an. Ja, aber kann sein, dass ich nächstes Mal noch mehr verspäte dann, ne? Mindestens 25 Sekunden. 25 Sekunden, So, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind gerade auf dem Weg nach Teak City. Beziehungsweise wir haben uns, ich muss mal kurz gucken, wo wir sind. Check das mal. Muss nur orientieren. Du Wirt. Ja. Es gibt ja einen ewig währenden Kampf, ja? Zwischen Bisafans.de und Pokewiki.de. Ja. Also, ich bin ja pro Bisa-Fans, ne? Nee, für beide nicht. Die finde ich beide nicht so gut. Was? Ich bin für Ultrigaria Fanatics. Ultrigaria Fanatics? Da hole ich mir meine Tipps immer. Du machst jetzt ein neues Fass auf, ey. Aber ansonsten nehme ich Bisa-Fans. Also bei Ultrigaria Fanatics habe ich ja die Befürchtung, dass es eine ganz andere Klientel von Menschen erreicht. Du sollst auf jeden Fall Safe Search ausschalten, wenn du sie vernünftig besuchst. Ansonsten vertraue ich aber, was Bisa-Fans sagen. Ja, Bisa-Fans. Ja, nichts gegen Pokewiki, ganz im Ernst, aber es ist ja auch mehr so eine Glaubensfrage. Nur weil sich da verhärtete Fronten gebildet haben. Ne? Und ich will lieber, dass sich bei mir eine verhärtete Front bildet. Wie bei Safkon und Kukuna. Aber guck mal, Ein Safkon, wo ist dein Kukuna? Oh Gott. Aber ich habe hier auch etwas, um Härtner zu zerstören. Harte Sachen, ich habe den Zertrümmerer eingesammelt. VM06. Also ihr spielt Pokémon, ja? Wir spielen Pokémon. Wir spielen Pokémon, Elias. Mann. Wie lange wollte ich mich verspäten? 5 bis 10 Minuten habe ich gehört. Also so klang es am Telefon. Klang es auch ein bisschen anders, muss ich sagen. Wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, ich bin normalerweise ein bisschen krank, jetzt bin ich gesund, deshalb sehe ich auch so aus. Ah, okay. Andersherum. Ah. Ja? Deshalb geht es mir auch ein bisschen besser. Mhm. Ich habe ja auch viel zu tun, aber für Pokémon Nuzlocke nehme ich natürlich Zeit. Okay. Ja, ich muss auch feststellen, ich muss zurück ins Pokémon Center, weil unsere Pokémon ja eins davon besiegt wurde. So war ich, Elias heiße. Oh, mir tut weh. Oh, warte, ich glaube, hier liegt was. Hier liegt was? Oh, irgendwas ist runtergefallen. Oh, kannst du es kurz aufheben? Das muss ich mir holen gleich. Ja. Moment. Oh, Elias, wie bist du denn so schnell aufgestanden? Warum krabbelst du auf dem Boden? Warum? Los, komm, Gregor, du bist hier, um deine Catchphrase rauszuhauen. Warum sieht er aus wie Annette? Hey, da seid ihr. Oh, ich bin's, Gregor. Ich bin gerade hier reingekommen. Was geht hier, Pokémon? Ja, Mann. Ey, willst du ein bisschen mitmachen? Nee, hab leider keine Zeit. Oh, okay. Ja. Alles Schönes, viel Spaß noch. Oh, mein Handy. Ist doch alles wie normal, wie gehabt. Also, du warst ein bisschen früher da und dann kamst du irgendwie nochmal durch die Tür. Ich weiß nicht, was los ist. Ja.
Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Scharlatan los ist. Entschuldigung für die Verspätung. Ja, du bist doch nicht zu spät gewesen, du warst doch pünktlich hier. Ja. Hallo. Ich habe eben gerade erfahren, dass du, Bianca ja recht süß findest, die Arena-Leiterin. Was? Ja, hast du doch eben gerade gesagt. Hä, letztes Mal, als wir gegen die Arena-Leiterin gespielt haben, meinte gerade ein Recap gehabt und dann meinte so. Kannst du vielleicht mal dein Mikro anlegen? So, das ist das Wichtigste. Visafans.de ist hier gerade auf. Ja. Oh, das ist auf Mute. Hallo zusammen, hallo Ilias, Zuschauer. Endlich. Mann. Entschuldigung, ich war verhindert. Was für eine Folge. Soll ich mal kurz halten? Du ziehst dich kurz aus. So, wie geht's? Was geht ab? Ja, ich habe eben gerade Zertrümmerer eingesammelt, das VM06, auf dem Weg nach Teak City. Aber ich muss ja feststellen, wir haben ja ein besiegtes Pokémon bei uns. Echt? Das auch Zerschneider kann. Wirklich? Ja, Lingxi 2. Vergessen? Ach so, ja. Ja, jetzt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Dürfen wir es jetzt eigentlich als VM totes Tier mitnehmen oder... Muss naja, es ausgetauscht eigentlich werden? Eigentlich schon? Eigentlich können wir das jetzt schon benutzen. Also als VM, wir dürfen es halt nicht im Kampf benutzen. Okay, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das tote Tier mit als unser VM-Monster, aber so, ich sammle einen Zombie mit uns oder was? Oh Gott, jetzt kommt dann jemand noch ein anderer mit Serebi. Celebi. Nee, Mann, visafans.de. Visafans.ftw. Ist übrigens keine Schleichwerbung, wir bekommen kein Geld dafür, wir finden sie nur cool. Wir finden einfach nur richtig Schnafte. So. Gibt's hier was zu trinken? Natürlich kein zuckerfrei. Aber alle anderen Fritz-Cola sind auch richtig toll. Oh, hier sammeln wir ein paar Aprikokos ein. Ja, ich wollte einfach nur zum Pokémon Center. Weil ich glaube, einige Pokémon von uns ja angeschlagen sind im Kampf gegen Lingxi 2. Mhm. Und die Frage ist: Wollen wir Lingxi 2 als Baum mitnehmen? Was meinst du? Naja, wir haben jetzt zwei Lingxi 2s. Also das eine Lingxi... Natürlich nehmen wir den Baum mit, Wirt. Bist du verrückt? Aber hier, Lingxi 2, den Käfer nehmen wir auch mit, ne? Als VM-Monster. Naja, kann denn irgendjemand anders auch noch... Wir müssen übrigens noch den Leuchtstein hier im Nationalpark uns holen. Ja. Weil damit können wir Togetick zu Togekiss weiterentwickeln. Weißt du, wo ich das gelesen habe? Wo? Auf bisafans.de. Damn, Bisafans! Aber natürlich haben wir das auch im Forum und... hier bei den Kommentaren gelesen. Haut schön die Kommentare raus. Vielen lieben Dank. Gefallene müssen raus. Nein, ja. Gefallene müssen raus? Ja, dann hau's raus. Dann hauen wir es raus. Ist doch egal jetzt. Ja, yeah, du. Du warst mal ein Guter. So, aber nimm den Baum mit. Ja, ich nehme den Baum mit. Ich muss mir immer die gefallenen Boxen. Hast du das mitbekommen in den Kommentaren, dass uns Mogelbaum hätte einfach komplett wipen können? Ja. Ja. Es hätte uns einfach unser Dracarys killen können. Ja. Aber ich find's gut, dass es nicht passiert ist. Aber da wurde auch erklärt, weshalb es nicht so smart war. Es ist ein wildes Pokémon und es macht einfach nur irgendwelche Attacken. Ja, aber es ist gut für uns. Ja, wäre es ein Trainer-Pokémon, hätte es uns wirklich hart... Ja, sag das mal Damir Plex. War das ein Trainer-Pokémon? Ja. Ja, stimmt. Wir erwähnen den Namen nicht. Ja, ja, ja. Du weißt schon, welches Pokémon. Okay. So, ich sehe den Bildschirm gar nicht. Moment mal, ich muss das ganz kurz justieren. Dreh's dir dann ein. Dreh's dir ein, machst dir hier erstmal zurecht. Die Frage ist, wem bringen wir jetzt Zerschneider bei? Kann irgendjemand Zerschneider lernen? Ich guck mal. Bestimmt. Den haben wir, ein paar Leute im Chat haben oder in den Kommentaren haben auch geschrieben, dass wir mal die Fähigkeiten der Pokémon mal zeigen sollten. Ja, machen wir damit mal. Damit wir das auch mal im Blick haben. Da bei den CDs natürlich. Boah, ich hatte heute so einen miesen Tag, ich werde mir jetzt Zucker gönnen. Gönn dir Zucker! Zucker macht dich fit. Zucker macht dich glücklich. Zucker. Oh boy. Nicht gut. Was ist los? Kann keiner Zerschneider lernen? Zwei Pokémon, aber ich hätte es jetzt eher Kronk beigebracht, weil Kronk für mich halt so nichts sagen, das ist die Monster auch. Oder Dracarys, okay. Ne? Ich würde es jetzt Gunnar beibringen. Ja, ja. Hilft ja nichts. Und die Attacke Dings wurde noch, diese Dings-Attacke wurde auch noch verlernt. Was denn? Mit dem Tod von Lingxi. Die Attacke, womit. Trugschlag? Ja. Ruckzucki. Adrenalin steigert Angriff bei Statusproblem. Ah, das ist auch gut. Das ist gut zu wissen. Mhm. Wenn es paralysiert ist, kann es doppelt so doll zuschlagen oder mehr auf jeden Fall. Das stimmt. Vergiftet. Ja, dann mach Biss raus oder so. Oder Biss ist Unlicht.
Ah ja, stimmt, du hast recht. Wir haben nicht so viele Unlichtattacken. Naja, Kopfnuss können wir immer wieder beibringen. Ja. Ich würde Ruckzuckhieb rausnehmen. Echt? Aber Ruckzuckhieb haben wir immer Erschlaggarantie. Und das ist eine Genauigkeit von 100, aber Kopfnuss auch. Ja, aber Kopfnuss können wir halt immer wieder beibringen. Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Bin mal gespannt. Schauen jetzt mal wieder ab und zu in den Chat. Nicht zu oft und nicht zu selten. Kopfnuss? Kopfnuss. Kopfnuss raus, ja. Kopfnuss raus. Kopfnuss muss raus, Mann. Kopfnuss raus, okay. Also, machen wir das an. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Okay. Weil Zerschneider brauchen wir kommen sonst hier nicht weiter. Und Zertrümmerer hätten wir auch. Ich guck mal, wer Zertrümmerer lernen kann. Ich glaube, es wäre Lingxi. Lingxi 2 natürlich. Oh, stimmt, ja. Oh, Krokai könnte es auch lernen. Aber wollen wir das Krokai beibringen? Naja, wir brauchen es noch nicht. Ich würde es erst beibringen, wenn wir... Ach so. Oh nein, wer war gerade am Pokécon? Egal. Das war wahrscheinlich nur wieder Annette. Wer sonst? Mama oder Annette? Moment, Leuchtstein geht erst nach der Liga, Leute? Wirklich? Aber warum? Ich habe im Chat gelesen oder in den Kommentaren gelesen, dass der Leuchtstein da... Ach so, wahrscheinlich, weil wir Whirlpool oder Kaskade oder so ein Shit brauchen. Perhaps. Ich weiß es nicht. Weiß es doch auch nicht. Weil es in Kanto ist? Weil es in Kanto ist? Hä, aber dann hat irgendjemand gelogen. Ja, ey, guck mal, eine neue Route. Warte mal, haben wir Route 37? Route 36. Geh mal ins Forum, das finde ich auch sehr schön, dass Leute im Forum uns halt da so ein, alles zurechtgelegt haben. Ja, Rob Chang ist das, glaube ich. Rob Chang, der macht das immer sehr gern. Ich kann mal gucken, wie viele Pokebälle wir haben. Weil vielleicht bräuchten wir ein paar Superbälle. Wir haben keine Superbälle mehr. Ich geh mal ein paar Superbälle kaufen in der Zwischenzeit und du checkst mal die Lage. So. Ja, wo war denn der Weg nochmal dahin? Hier? Ne, warte, hier schon richtig. Oh, warte, das ist noch Aprikoko. Oh shit, Alter, what the fuck? Wusstest du, was Annette ein Tinder-Profil hat? What the fuck? 42 Jahre alt. Ich hab sie ein bisschen jünger eingeschätzt. Dachte, sie wäre so ja, Anfang 20. Annette hat sich gut gehalten, ja. Stimmt. Oh shit, wo finde ich denn jetzt das? Oberste Seite ganz nach oben, die haben es nach oben gepinnt. Ah, wirklich? Ja. Kein Pokémon. Guck mal, da ist auch die Typ-Tabelle. Ah, sehr gut. Fort. Okay, Route 37 haben wir noch nicht. 37 haben wir noch nicht, nein. Das ist schon mal gut. Wollen wir das hier bekämpfen? Ja, ne? Machen wir platt mit Seamonster. Haben wir eine Kopfnuss oder Blubstrahl? Das ist ja ein Gift-Pokémon, ne? Ja, Step, Mann. Ja. Blub, blub. Lel. Die Trockenheit. Lel. Und tot. Du bist ja richtig gut drauf. Und tot. Lel. Das sind wieder drei Cola-Ilias, oder wie? Ey, heute ist alles egal, Beard. Ich habe gelernt, dass wenn man einen schlechten Tag hat, dass man den schlechten Tag zu einem guten Tag macht. Und da hilft Zucker. Gute Gesellschaft und schlechte Ernährung. Ah, stop it, you! Das dauert ja ewig. Ilja soll sich mal zusammenreißen. Jetzt aber mal echt, was ist los? Ihr dürft Zerschneider nicht benutzen. Mach mal den Chat immer gleich wieder aus. Ja. Ist denn das Mist? Oh, boi, 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 das dauert echt lange. Hat er eine Beere gehabt? Nee, das ist seine Passive, glaube ich. Das ist seine, ja, siehst du. Was ist los mit dem? Ja, hier, Giftschleim. Giftschleim? Alter, ey, der wäre so krass. Erinnerst du dich, wir hätten ihn fangen können? Wir hätten so viel fangen können. Das ist das Traurige. Wir hätten so viel fangen können. Remember Georock. Remember Xerox. Ach, Xerox sowieso überbewertet. Nein. Doch. Total überbewertet. Overhypedes Pokémon. So. Das rote Gyarados holen wir uns, oder? Heute? Nein, heute bestimmt noch nicht, aber... Das werden wir uns auf jeden Fall holen. For the future. Definitiv. Aber hast du schon mitbekommen, dass es Drachenwut kann? Das macht 40 Schaden. Ja.
Fuck. brauchen wir Tränke? Guck mal, wie viel wir haben. Normale Tränke haben wir 4. Ich mach mal 5 raus. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Bälle. Oh yeah. You need some balls. To get some Pokémon. Oh, Tränke brauchen wir auch. Ich kaufe nochmal 3. Das ist 3. Okay. Boah, wir haben so einige Tränke verballert bei dem Mogelbaum, ne? Ja. Wir haben so einige unserer Ressourcen verballert. Wie viele Bälle? Wie viel Geld haben wir? Nicht mehr so viel, leisten. Ne? Ja, komm, dann nimm mal alle 4. Trugschlag. Wir könnten theoretisch auch Trugschlag kaufen, aber... Stimmt. Ja, es kostet 2000. Ah. Aber wir könnten theoretisch ein bisschen was verkaufen, ich oder? Mal, ne? Ich hätte jetzt gerne Nugget. Schönes Nugget. Ja, die Sonderbonbons, die verkaufen wir auch, oder? Wir brauchen das Geld. Sicher? Nee, ich würde nicht die Sonderbonbons verkaufen. Ich würde die gegen Ende des Spiels würde ich die richtig krass rausballern. Schön verfüttern. Gesagt. So was wie Anziehung brauchen wir nicht. Itemsperre hätte bei Kai ganz gut funktioniert. Kai! Kehrtwende. Was ist Kehrtwende nochmal? Anziehung brauchen wir doch nicht, oder? Nee, Anziehung verkaufen wir Anziehung. Ist mir auch egal, was der Chat sagt. Sorry. Falschen Knopf. Oh. 1500. Ja. Das ist gutes Geld, was wir brauchen. Was hast du jetzt noch gesagt? So. Kehrtwende. Was ist denn Kehrtwende? Direkt nach der Attacke. Tauscht der Angreifer mit einem. Ey, das werden wir. Das, wahrscheinlich ist das eine gute. Das ist eine sehr starke Attacke, aber wir werden sie niemals nutzen. Weil wir nicht wissen, wie es geht. Komm, verkauf das mal. Wir werden das nicht benutzen, Wirt. Ich werde die noch aufbewahren. Ich habe irgendwie ein Gefühl. Du willst nur nicht den Chat gegen dich. Nein. Ich habe das Gefühl, vielleicht brauchen wir das noch, weil irgendwann kommt der Kampf, wo wir denken: Shit. Ja, aber wir werden doch niemals einem Pokémon Kehrtwende beibringen, wenn wir irgendeine krasse Attacke haben. Das wird nicht passieren. Also gerade gegen Ende nicht. Na gut. Verkauf's. Kugelsaat? Brauchen wir auch nicht, oder? 2 bis 5 Mal, ja, ist halt eine Pflanzenattacke. Was für eine Stärke hat das? Lassen wir es immer. Wir haben 3000 Öcken jetzt. Wollen wir von den 3000 jetzt deswegen noch Pokebälle kaufen? Deswegen haben wir unsere Freunde von Bisa-Fans. Ja, Bisa-Fans. Wollen wir jetzt noch Trugschlag holen? Alter, Stärke 25 Kugelsaat. Naja, aber das ist, glaube ich, so wie Egelsamen. Nee, Egelsamen ist halt einmal, das ist halt wie, Duplexiv. Was haben wir denn noch? Wozu brauchen wir eine Pokepuppe? Nein, ich will die Pokepuppe nicht kaufen. Die Pokepuppe können wir als Köder benutzen, damit wir dann einen Kampf umgehen können, wenn wir nicht fliehen können. Ja, okay. Ich habe gedacht, das ist unser Inventar. Nein, das ist nicht unser Inventar. Die Frage ist, wollen wir jetzt noch Trugschlag kaufen? Für 2000. Ja, aber wem willst du es beibringen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, keiner kann es lernen gerade. Mogelbaum hat 2 Arme. Ah, Mogelbaum. Ja, für Mogelbaum würde es tatsächlich sogar Sinn machen. Mhm. Wow, haben wir genug Geld? Ja, wir haben jetzt genug Geld. Wir haben 3000. 2000 kostet es und dann könnte ich uns noch. Ja, pass auf. Wir kaufen uns Trugschlag, geben es Mogelbaum. Stellt sich heraus, Mogelbaum kannst nicht lernen. Dann sind wir richtige Horsts und wir haben es verdient, diffamiert zu werden. Naja, dann warten wir einfach ab, bis wir ein neues Pokémon haben, dem wir es beibringen können. Da hast du auch vollkommen recht. Ja, es ist nie ein Fehler, ein TM mehr zu haben, als man braucht. Proteine! So, was geht auf Twitter so? Wusstest du es an der Tinder-Profil? Welches TM war es denn nochmal? Ah ja, hier. Wer ist denn hier eingeloggt? Das ist doch. Reader. Das ist doch ganz gut. Das ist TM54 war das, ne? Eine zurückhaltende Attacke, ja, die Kampfunfähigkeit des Gegners verhindert, die mindestens 1 KP bleibt. Ja, T54. Ja, komm. T54 ist was anderes. Aber der T-55 war ein guter Panzer.
Ey, wie kann man hier den Dunkelmodus anmachen? Das geht gar nicht klar. Einstellungen und Details. Wird löschen. Egal. Okay, dann haben wir jetzt noch 1300. Und ich würde sagen, wir kaufen uns. Wollen wir einen Hyperball kaufen oder zwei Superbälle? Zwei Superbälle, oder? Ja, zwei Superbälle oder ein Hyperball. Ja, ich würde erstmal Superbälle holen. Ich glaube, mit Superbällen kommen wir noch gut klar. Okay, das heißt, wir haben sechs Superbälle. Ich freue mich schon auf das nächste Gebiet. Einen neuen Frando. Ja, ich weiß nicht. Ich habe aufgehört, mich zu freuen. Ihr hast nicht die Hoffnung aufgeben. Stell dir vor, es ist Undertale. Das hat die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Oh, wir doch, mehrmals. Wir haben Sans besiegt. Und du hast Undyne besiegt. Das stimmt. Weißt du noch damals, ne? Das ist fast ein Jahr her. Das ist fast ein Jahr her. Wir machen es immer noch. Oh Mann, ey. Fuck! Was ist los? Keiner kann Trugschlag lernen. Ja, scheiß drauf. Komm. Egal, wir finden schon ein Pokémon, das einen Trugschlag kann. Ey, da hätte ich noch einen Xerox, wir erwähnen den Namen nicht. Xerox ist sowieso kein gutes Pokémon. Du kannst diese Kampagne noch so lange stricken und total versuchen, aufrechtzuhalten. Aber es sieht vielleicht verdammt geil aus, es sieht wie ein Power Ranger aus. Aber ganz im Ernst, ne? Mit diesen komischen zwei Klauen kannst du ja nichts machen. Als Pokémon. Mhm. Ey, Surprise so. Hat einen geilen Bart gehabt. Ja, das muss man ihm lassen. Und er konnte Gesang. Kann er ein Xerox Gesang? Nein. Käfer-Pokémon, Käferbiss? Abgefahren. Geil. Du willst mir immer nicht glauben. So, okay. So. Neue Route. Also, wir können entweder ins Gras, ins hohe Gebüsch. Okay, wer ist unser Friend an erster Holy Stelle? Holy shit, ich bin fast in die Träne reingefahren. Wer ist an erster Stelle gerade? Seemonster. Ist ein bisschen angeschlagen. Okay, 4 KP ist okay. Ich würde es aber Simons da gleich vorne lassen, weil ich glaube, die Pokémon hier sind noch nicht so stark. Oder willst du Gunnar nehmen? Ich weiß es nicht. Kann auch Gunnar nehmen. Was macht denn Dreschflegel? Dreschflegel wird ja, doch erst... Ja, je schwächer das eigene Pokémon ist, desto stärker wird der Angriff. Ja, deswegen ist Mogelbaum vielleicht am Anfang nicht schlecht, weil er voller KP hat. Wir machen Dreschflegel und zieht auf jeden Fall nicht alles ab. Guck mal, was es noch für Attacken kann. Dreschflegel, ne? Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig ist. Ja. Fußkick ist Geilomat. Ja. Trifft Alter, der Gegner. Genauigkeit 100, das ist ja gut. Dreschflieger auch 100. Steinwurf ist auch der gut. Der Gegner wird mit einem Stein beworfen. Mimikry kopiert die zuvor ausgeführte Attacke. Boah, das kann aber auch echt nicht verkehrt sein. Kann bis zum Ende des Kampfes verwendet werden. Gucken, was Kronk kann. Ich glaube, Kronk kann noch nicht so viel. Psywelle. Ja, Psywelle ist die einzig geile Attacke, die er gerade hat. Schnüffler. Wann entwickelt der sich weiter? Oh, Dono. Ansonsten. Bitterkuss. Kopfnuss. Sondersensor, sehr gut. Gainer. Gainer ist echt gut. Wollen wir Gainer? Wollen wir ein Krokei vorne haben und dann hier schön den Gainer benutzen? Ja. Oder erst spät im späteren Verlauf dann reinwechseln? Ich weiß es nicht. Also sowohl Kopfnuss als auch Sondersensor sind halt starke Attacken. Ja. Drug Harris dürfen wir sowieso nicht benutzen, weil der killt das nächste Pokémon. Ja, lass mal Simons da drin. Okay. Komm, wagen wir es mal. Okay, dann ab in die Büsche. Es ist Annette. Wollen wir rangehen? Bitte sag mir, dass du nichts gemacht hast. Ich hab nichts gemacht, aber Annette, wenn sie einen Videoanruf macht, dann macht sie halt ein Video. Ich bin's nochmal, die Annette. Ich weiß nicht, ob ihr meinen letzten Anruf bekommen habt, aber das mit den Masterbällen hat sich geklärt. Jetzt suche ich jemanden, dessen Saftkorn ich Härtner beibringen kann. Vielleicht seid ihr das, ja? Ruf mich zurück. Oh, fucking hell, Alter. Tu nicht so! Das ist deine scheiß Regieanweisung! Das Schlimme ist, es ist nicht mal meine Regieanweisung. Das denkt er sich alles aus! Aber es ist umso schlimmer, es da irgendwann mal so zu sehen. Können wir die mal blocken oder so? Nanette? Ja. Ich weiß nicht. So.
Ab in die Büsche. Sind wir jetzt überhaupt konzentriert genug? Ja, mach weiter jetzt. Da ist übrigens ein Trainer, der muss aufpassen. Ja. Wird. Oh! Das fangen wir! Das fangen wir! Das fangen wir! Egal, wenn Simon da jetzt drauf geht, ey, ganz im Ernst, das brauchen wir. Superschall? Kopfnuss? Blubber. Kopfnuss, Kopfnuss. Es ist ein Wasser-Pokémon. Ist nicht Volltreffer, aber ist nicht effektiv, ist das scheiße. Und dann mache ich gleich schön Gainer? Das macht ja kaum Schaden, scheiße, ey. Okay. Superschall? Ich warte, nein, warte mal kurz. Ich muss mich kurz mal fangen. Ich würde Mogelbaum und Rechtpflege. Mogelbaum ist ein Gesteins-Pokémon! Du hast vollkommen recht. Es geht drauf! Instant! Dude! Ich das mach geht, weiter Kopfnuss. Moment, es geht nicht sofort drauf. Also das lasse ich mir nicht bieten. Ich mach weiter Kopfnuss. Nee, das wird nicht gut enden. Ja, aber danach wechsle ich. Ich mache jetzt so viel Damage wie geht und danach wechsle ich gleich Togetic ein. Das wird nicht funktionieren, wird. Ein gleich schwaches Pokémon. Ich würde. Ne, Gronkh würde ich nicht reinnehmen. Gunnar? Das ist Quatsch. Gunnar. Gunnar noch Ruckzuck. Gunnar Ruckzuck. Oh, das Alter. Oh, Gunnar ist. Wir brauchen dieses Pokémon. Warum kommen da die ganzen Volltreffer? So, Ruckzuck-Hieb. Zerschneider ist auch. Nee, erstmal Ruckzuck-Hieb. Ruckzuck-Hieb. Bitte nicht! Oh Gott. Okay, jetzt zu Togetic und Gena. Ja. Okay. Gena. Gena. Okay. Okay, jetzt müssen wir nur abwarten. Wie viel zieht er ab? Nicht so viel. Nicht viel. Okay. Mach nochmal Gena. Nochmal, scheiß drauf. Scheiß drauf, macht jetzt nichts, aber es geht jetzt nur darum, dass das Ding einschläft. Guck, passiert nichts. Okay. Gut. Ich wechsle jetzt rüber zu. Nein, nicht wechseln. Superball. Superball. Come on. Und was machen wir beim Superball gleich? Und ein B. Und ein B. Superball mitnehmen sollen. Wird. Nein! Motherfucker, ey. Aber jetzt gleich. Wir haben ihn. Wir haben ihn bald. Wir haben ihn bald. Nochmal, komm. Und ein B. Fuck! Es muss mehr Schaden. Es muss mehr Schaden gemacht. Ja, aber. Ist aufgewacht. Wieder Gena. Und dann wechseln zu Simonstar. Ja. Und wenn Simonstar drauf geht, das ist dann halt so, ne? A Soul for a Soul. Okay, das hast du gesagt. Aber Moment, Köderball ist nur für Angeln, ne? Ja. Ich wechsle jetzt rüber. Es könnte sein, dass es drauf aber geht. Moment. Nee, warte, ich wechsle es nicht aus. Nein, ja, geh auf Nummer sicher. Mach nochmal Gena. Jetzt schläft es ein. Ja, siehst du, das wäre nicht ja, gut gewesen. Scheiße, wir haben nur noch einen Zug. Volltreffer, sehr gut. Ball, nee, Moment, zurück. Nee, wechsel. Krogai? Der ist echt angeschlagen, aber ja. Ja. Alter. Schläft hier von fest. Die kriegen das hin, die kriegen das hin, die kriegen das hin, Wirt. Yeah!
Mann! Endlich ein gutes Pokémon! Alter, das ist Erleichterung. Ist das anstrengend? Oh, okay, ich sehe schon gerade. Oh Mann, da kommt schon wieder der gute Name, Michael Krockmann. Nee, der ist schon, der ist schon drin. Der ist schon also, drin. Aber es ist ein guter Name gewesen. Ja. Ah, Uke. 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 Naja, Krockmann machen wir nicht. Sorry. Wikipedia. Die Unken, auch bekannt unter der veralteten Bezeichnung Feuerkröten, sind eine Gattung von Froschlurchen, die gemeinsam mit den Barberfröschen die Familie der Bombinatoridae bilden. What the fuck, Beard? Was hat das gegoogelt? Unken. Diese komischen Frösche. Weil du Uke gesagt hast? Ja. So, wie nennen wir es? Imperator? Wir wollen noch einen Kollegen haben. Na, ist das immer so? Ja, eine Bohne oder hier ein Freund des Hauses. Ist es weiblich? Werden wir gleich sehen. Es ist männlich. UQD. Okay, UQD ist schon witzig. UQD ist schon echt. UQD. Nee. Ede. Bei Raserei. Ukudil. Crack. Ja, es schreiben gerade sehr viele Ukudil. Dann nennen wir es Ukudil. Ukudil. Mit ihm noch eine Brille gehen. Alter, endlich mal ein gutes. Guten Boah, Fall. Alter, ja, das ist heftig. Das ist heftig. Alda nennt das Teil Krockmann. Nein! Nein. Ein Ukudil war das, nicht Ukudil. Sorry. Ukudil. Ukudil? Ukudil. Ja. Yes. Ja. Ah, Krockstar wäre auch gut gewesen. Ja, aber wenn er nicht schon im Team gewesen wäre. Alter Wirt. Alter, hier. Warte, Mara ruft an. Das wäre auch gut gewesen. Vielleicht packst du dein Handy auch einfach in den Flugmodus wie ein Profi wird. Nein, aber Mara ruft an. Ich sehe kurz mal Skeckerboy hier. Hallo Mara? Mara, du hast angerufen? Ja, du hast mir jetzt gerade den falschen Namen gegeben, Wirt. Wieso? Sollte Krani Mani heißen. Oh nein! Krani Mani! Warum hast du nicht vorher angerufen, Mara? Ja, wir müssen mal in den Chat reingucken, wir haben das alle gespammt. Nee, haben sie nicht. Das haben sie nicht, die haben Ukudil geschrieben und das haben wir mehrmals gesehen. Na gut. Ukudil. Oh, Krani Mani wäre so gut gewesen. Krani Mani. Ey, falls Krane gerade da ist, ey, es tut mir leid. Das wäre ein echt geiler Name gewesen. Naja, gut, vielleicht steht der Player auch nicht. Okay, bis dann. Okay, hau rein. Tschö. Und deswegen habe ich mein Handy nicht im Flugmodus. Krani Mani. Ey, wir werden auf jeden Fall den Namensbewerter oder so wieder finden. Mhm. Und dann lassen wir den Namen wieder wechseln. Nein. Das ist fucking Krani Mani, Mann. Krani Mani. Naja, vielleicht geht er ja drauf. So, ich wechsle jetzt das Pokémon aus. Ich gehe nochmal ins Pokécenter, ne? Würde ich sagen. Ja. Oh. Ja, ich bleibe überall hängen. Bum, 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 bum. Krani Mani. Shit, das wäre echt gut gewesen. Wir haben den Superchat vor uns und dann haben wir halt beides drin. Ja. Also wir haben sowohl YouTube als auch Twitch vor uns, aber nicht ein einziges Mal haben wir Krani Mani gelesen. Komisch. Oh, warte, ist hier was? Ah, da ist der Ball. Ja, okay. Oh, Krani Mani, ey, das ärgert mich jetzt. Ey, ärger dich nicht über einen Namen, ärger dich über nur die Pokémon, die wir nicht hatten, aber wir jetzt haben ein geiles. So. Sei doch froh, dass wir ein geiles Pokémon haben. Auch wenn der Name jetzt nur gut ist. Krani Mani, fuck. Jetzt denk nicht die ganze Zeit an Krani Mani. Ich muss die ganze Zeit an Krani Mani denken. Vielleicht fangen wir gleich noch eins. Aber das wollen wir ja nicht.
So, ich wechsle Seemonster aus, ne? Ja. Das ist ein richtig solides Team, das wir jetzt wieder so langsam haben. Es wird langsam, ne? Ja. Mhm, ablegen. Mhm. Jetzt kommt eine andere Box. In die Survivor-Box. Da ist niemand drin. Das ist Pokémon-Ablenkung aufnehmen so kompliziert gemacht. Du musst, glaube ich, einfach nur Pokémon bewegen machen. Ja? Dann kannst du das alles auf einmal machen. Okay, guck dir das mal an. Ganzen Lasis. Ganzen Lasis und Linkschieß. Ah, ja, hier. Du hast Silberblick, Aquaknarre, Raserei und Biss. Ja, das ist doch solide. Ist geil. Wir haben gutes Wasser-Pokémon jetzt. Mhm. Okay. Nochmal heilen. Wechsel mal kurz aus. Ja, wir müssen hier Ukodil dann trainieren, würde ich sagen. Hey, Kronk ist wirklich nur unser Maskottchen, ne? Wir müssen wirklich auch trainieren. Ja. Was hast du denn gesehen? Level 32 auf Bisa-Fans? Ja. Ach Mann, ey, Kranimani. Das wär's gewesen. Ich stell mir gerade vor, die sitzen da gerade alle oben in der Redaktion und haben gerade zugeschaut. Kranimani! Wie im Situation Room. Das ist wahrscheinlich nur Mara. Ja. Vermutlich. Ich stell's mir mal ein bisschen romantischer vor, dass viele Leute da gerade zuschauen. Nein, wir machen dir nichts vor. So wie. Das interessiert hier so gut wie niemanden. So wie beim Kneipenquiz. Das mussten sie, glaube ich. Die mussten es einfach nur sehen. Es ging halt nicht anders. Ist cool, dass wir jetzt ein Ukulil haben. Für mich wird es immer Kranimani sein. Nein, jetzt nenn es Ukodil. Es ist kein Kranimani. Vielleicht fangen wir nachher noch einen Kramorx, dann nennen wir es so. Oder? Oder wie willst du das dann nennen? Nenn es einfach nur Fabian. So, Moment mal, ich guck mal kurz, welche Routen wir noch aufhaben. Ey. Ja, mach das mal. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit gehen wir wieder zurück dorthin, wo wir unser Ukodil gefangen haben. Ich speichere ganz kurz, damit auch wirklich die Daten nicht verloren gehen von unserem Pokémon jetzt. Und wir sehen uns gleich nach der kurzen Werbeunterbrechung wieder. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Ich bin's nochmal, der Nuzlocke. 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 Wir spielen Pokémon Nuzlocke. 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 Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Hey, wir sind's wieder. Pokémon Nuzlocke in der Schüssel. Hallo. So, wir haben eben gerade ein Ukodil gefangen. Und das bleibt dabei. Es ist ein Ukodil. Mhm. Wir nennen es nicht Kranimani. Nee. Dann vielleicht nennen wir das Krähen-Pokémon Kranimani. Passt ja eher. Vielleicht, aber Kranimani. Sorry. Es hat auch zum Krokodil gepasst. Ja. Krani ist halt ein aufgeweckter Typ, ein verspielter Mara, Typ. Mara, ey, sagt jetzt gerade, wer Ukodil sagt, hat auch Trump gewählt. Na, ja, das will ich mal nicht behaupten, ne? Andersrum. Oh, ist Mara wirklich. Mara ist so toxisch. Gehört Mara zu diesen Leuten, die den Chat anstacheln? Ja, Mara, wirklich, Mara ist eigentlich richtig toxisch. Weißt du, das nötig? Ich werde in ihrer nächsten Sendung auch im Chat sein und werde alle anstacheln. Komm, lass uns mal weitermachen. So, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ein geiles Pokémon gefangen. Jetzt wird ein bisschen geprügelt, oder? Kranimani. Kranimani vorne gegen die Zwillinge oder gegen den Trainer hier? Nee, erstmal gegen den Trainer. Gegen den einen Trainer. Wenn das jetzt stirbt, wird ohne Scheiß, ich gehe nach Hause. Ich werde nach Hause gehen. Slimer nennen wir dann Mara, alles klar. Dankeschön, dreckiger kleiner. Nee, nicht wirklich dreckiger kleiner Gollum. Das ist ein Psycho-Pokémon. Anurit. Das ist, glaube ich. Metall-Pokémon. Moment. Es ist, glaube ich, ein. Stahl-Pokémon. Das ist ein Gestein-Käfer-Pokémon. Gestein-Käfer-Pokémon. Okay. Also, wir haben eigentlich den richtigen Call. Also, ich würde mal sagen, Dracaris, aber Gestein. Ja, wir könnten Blubstrahl einsetzen. Wir haben keinen Blubstrahl. Oder Aquaknarre. Aquaknarre. Wir können es mal ausprobieren, wie effektiv es ist. Ja, das ist egal. Das ist nämlich ein Spezialangriff, das haben wir auch gerafft. Ihr könnt auch damit aufhören, das uns zu erklären, tausendmal in den Kommentaren.
Das ist sehr effektiv. Ist manchmal echt, Wir lieben die Gefahr, Bitch. Ah, ja, ja. Wir lieben die Gefahr, Bitch. Ab in die Danger Zone. Wir können dieses fucking Vieh nicht vorne lassen. Das geht uns noch drauf. Nice. Damn, boy. Okay, hey, weißt du was? Sofort wechseln. Gib dem Trank und dann lassen wir weiterkämpfen, okay? Bist du sicher? Na gut. Ja, ist blöd, jetzt nochmal schnell ins Poké-Center zu rennen. Das wird schon reichen. Jetzt siehst du Full Life wieder. Na gut. Aber ich will mal gucken, wer an zweiter Stelle ist, weil das ist uns dann. Gunnar? Ja, Gunnar ist zum Beispiel ganz gut. Gunnar an zweiter Stelle? Mhm. Ist cool, ne? So, vernichten wir die Zwillinge. Gibt's hier schon Doppelkampf? Ja. Ja, das ist die Doppelkampfroute. Hm. Puh, oder? Schnitt Erdbeben. Guck mal. Snibuna und Flemly. Ein Eis- und Feuer-Pokémon. So, dem Feuer-Pokémon können wir uns easy. Snibuna nicht hier. Unlicht-Eis. Unlicht. Also, Unlicht-Eis, glaube ich. Ich weiß, jetzt kann es natürlich sein, dass ich wieder falsch liege, aber. Nein, nein, ich glaub dir. Aber Snibuna ist für mich ein Unlicht. Hier, Unlicht-Eis. Okay. Dann würde ich mal sagen, Aquaknarre Flemly. Ja. Und. Hyperzahn. Hyperzahn auf Snibuna. Tight. Hey. Tight. Gunnar! Brr. Steuerung F, schaut es euch an. Er ermittelt verdeckt. Als Ratte. Falsche Lachen. Ich krieg die Gunnar-Lache nicht. So bekannte Attacke behalten. Nee, wir wollen Grimasse. Keine Grimasse. Magst du keine Grimassen? Okay. Oh, singt deutlich, da kannst du halt Silberblick vielleicht wegmachen. Ja, okay, dann machen wir jetzt Silberblick weg, ne? Ich drück ganz vorsichtig, nicht, dass ich mich verklicke. Mhm. Hm. Ukodil! Ukodil! Alter, es ist so geil, dass wir dieses Pokémon bekommen haben. Energiefokus. Ey, Volltrefferquote steigt. Ja, aber. Haben wir gelernt. Ganz im Ernst. Uke ist viel schneller. Uke ist der Wind. Ruckzucki. Nice. Ja. Easy. Okay, das sind so die zwei Schönheiten oder zwei Göhren. Ich glaube, es sind zwei Göhren. Wollen wir? Mhm. Ready? Nee, nur ein Kampf. Okay, eine nach der anderen. Okay. Oh! Oh! Oh. Die zwei Schönen? Alter, okay, die hat vier. Geowatz? What the fuck? Okay, Alter, ist das ein Shiny Geowatz? Das sind voll viele Pokémon, Mann. Okay, pass auf. Alles gut, Tyrakrok. Erstmal Aquaknarre auf Geowatz. Ja, ja, klar. So, und dem Supiris gibst du auch mal. Hyperzahn. Ein Hyperzahn, ja. Ist auch ein Unlicht-Pokémon, ne? Oder ist ein Geister-Pokémon? Wenn es ein Geister-Pokémon ist, würde ich zubeißen. Ich glaube, das ist auch wieder Eis. Beiß ich mal zu. Eis. Das ist ein Geister-Pokémon. Es ist aber auch Eis. Glaube ich. Zubiris. Steinwurf. Unlichtgeist ist es, du hast recht. Mach mal Ukodil da weg, das gefällt mir gar nicht. Es aber die Aquaknarre möchte ich noch auf Geowatz legen. Ist das schneller? Ja. Okay. Diese Doppelkämpfer haben wir echt unterschätzt.
Ja. Vier Pokémon, das ist. Puh. Schreck zurück, okay, sehr gut. Was kommt? Maskeregen. Das ist so. Käfer-Pokémon, ne? Wasserkäfer. Nee, es ist nur Käfer. Die Vorentwicklung war Wasser. Alles jetzt auf Zubiris? Zubiris. Ja. Guck mal, Ukodil kann das auch. Naja, aber mach lieber die Stab-Attacke. Das reicht. Beide auf ihn? Ja. Das wird nur ausschalten. Bruder! Schreck zurück, das ist gut. Ey, irgendwie finde ich das nicht gut, dass wir mit Kranimani noch weiterkämpfen. Es ist Ukodil! Das bringt Unglück, wenn du es nicht so nennst, wie es ist. Ja, auf jeden Fall finde ich das irgendwie problematisch. Ja. Wir sollten lieber Krokei oder so reinnehmen. Ich werde trotzdem das Viech erstmal vernichten. Mit einer Aquaknarre. Na gut. Und das Vieh beiß ich ins Jenseits. Tropius, okay. Ja, es würde so ein Dracaris ganz gut. Ja, ich wechsle es mal aus. Dracaris kommt gegen beide ganz gut an. Ja. Oldschool Lingxi würde auch gut ankommen. Ja, mal Hyperzahn. Weißt du, bevor Lingxi sich weiterentwickelt hat, ein Käferbiss, hätte es gleich ganz gut ankommen können. Ja. Yeah. Nassmacher, du. Ja, ist egal. Du Missvieh. Trifft es beide oder alle? Oh, das wäre richtig mies gewesen. Das wäre richtig mies gewesen ja, jetzt. Ja, ja. Es trifft beide. Das hätte so ein Krokodok weggehauen. Ruckzuck hieb auf Maskeregen. Ja. Gunnar. Sehr schön. Alter. Trotz Nassmacher, nicht schlecht. Ja. Charisma. Nice. Ey, das Nasslock hat mir richtig Bock auf hier Schwert und Schild gemacht, muss ich sagen. Aber das spielen wir nicht im Nasslock, oder? Das spielen wir auch erstmal. Ja, wir werden das aber auf jeden Fall irgendwie auf dem Sender mal spielen. Ja. Vielleicht nicht durch, aber mal. Vorstellen, ein paar Raids gemeinsam machen. Ich will auch ein Showmatch gegen dich. Ein Showmatch? Ich will auf jeden Fall ein Showmatch gegen dich haben. Gehen wir weiter oder Pokémon Center? Pokémon vorne austauschen? Wie sieht denn die Karte aus? Ich mach mal die Karte hier im Spiel an. Ja, mach das mal. Was kostet das? Sehr hilfreich. Ich kann nicht sehen. Ja, geh mal hoch. Da, was ist das? Take City. Wir sind direkt. Doch, wir können weiter. Wir können hoch. Okay. Das ist ja schon. Geil. Gut, dass ich zurückgerannt bin. Oh, that's Bell. That's the Bell. Hm. Oh, kriegen wir noch unser Evoli? Oh. Dann wird es richtig interessant. Mm. Aber das lassen wir randomisieren durch die Community, oder? Die voten, was für ein Pokémon wir es entwickeln, oder? Ach so, ja. Das können wir machen. Die Höhenregion. Da wohnt Lanette. Dass die Schwester von Annette ist? Bestimmt. Okay, dann sollten wir nach Dukatia City zurück, oder? Wieso? Naja, um das Evoli zu holen.
Ach so, er meinte, dass wir das da abholen sollen? Ja. Ja, dann lass das machen. Ganz langsam, nicht zu schnell. Sprint! Gut, da können wir gleich noch einen Aprikoko holen. Alter, wir haben echt einen Tyrakrok gefangen. Nukodil. Wie ist das passiert? Ich kann das kaum richtig glauben. Pokémon, Naslock. Jetzt setzen wir das Fahrrad ein. Ich nehme den längeren Weg, weil ich nicht durch die Gräser laufen möchte und dann wieder in einen Kampf gerate. Schade, dass wir den Leuchtstein erst so spät bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ein Soul Silver Toggle gab's auch nicht. Ich glaube, es ist erst jetzt mit dem neuen, mit dem Remake dazugekommen. Ich glaube, hat er nicht gesagt, dass wir. Was für Entwicklungsstufen haben wir? Wir haben. Warte, wo Aquana, waren wir? Flamara, Blitzer. Cyana, Nachtara. Cyana kriegen wir nicht hin, weil wir immer abends spielen. Ja, Nachtara ist die, ja, die wahrscheinlich. Wo wohnt Will eigentlich nochmal? Ich glaube da. Hier? Ich glaube. Ah, warte, hier waren doch irgendwo seine Geschwister. Ich glaube, die waren irgendwo am Wasser, war das. Ich bin früher Flamara. Oh Gott. Oh nein. Nee, Mara gehen wir in ganz bösen. Ich bin da früher immer rauf und runter gefahren, um Eier zu brüten. Ich bin immer nach Ducatia City geflogen, um das zu machen. Ah, okay. Dann noch schön Flammkörper-Pokémon mitgenommen. Damit es schneller geht? Mhm. Oh, okay. Ich hab Magma oder Magby oder so immer mitgenommen. Ach toll, wir müssen Pokémon. Du hast doch ein System, womit Pokémon doch immer auf dem PC. Hey, was bist du? Ja, ich muss erstmal ein Pokémon ablegen, weil ich schon 6 bei mir habe. Ja, Mara, du bekommst die bösen Namen, weil du eine böse Person bist. Ist Mara schon wieder im Chat? Ja, Mara schon wieder im Chat. Das ist richtig toxic. So, wen legen wir da jetzt ab? Hey, Kronko. Aber das ist halt ein Psycho-Pokémon. Fällt dir ein besseres ein? Nee. Ba, 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 da, ba. So. Das trainieren wir dann auch, ne? Ja. Sollen wir jetzt schon abstimmen lassen? Wir sollten jetzt schon abstimmen, weil wir können ja nicht die ganze Zeit trainieren und dann keinen Stein benutzen. Wir müssen es ja dann sofort entwickeln, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, liebe Regie, wenn ihr einen Vote vorbereiten könntet, ein Vote mit, wie sollen wir Evoli weiterentwickeln? Ein Flamara, Aquana, Blitzer oder Nachtara? Ja. Cyana ist nicht möglich, weil... Wir immer abends spielen. Ja. Evoli einen Spitznamen geben. Das ist natürlich auch blöd, ne? Aber gut, wir geben Evoli einen Namen, nachdem wir gleich wissen, was für ein Vote, was beim Vote rauskommt. Dann wissen wir ja, was für ein Typ es ist. Müssen wir in die Werbung? Nee, ne? Nee, wir haben noch eben gerade gehabt. Okay, dann. Aber wir können ja. Ja, dann lass mal erstmal. Achso, wir müssen jetzt schon weitermachen. Ja, aber wir können ja gleich mal gucken, wie der Vote aussieht. Moment, wir müssen noch Regie ein bisschen Zeit haben. Ja, klar. Oh, ich bin... Wer würde denn da für eine Frage kommen? Welches Pokémon findest du geil? Also, was uns noch fehlt, ist halt ein Blitz-Pokémon oder ein Unlicht-Pokémon. Von den Typen her. Flamara würde ich schon mal sagen, ist raus. Weil da haben wir schon ein recht starkes Feuer-Pokémon. Wasser-Pokémon haben wir mittlerweile auch. Ja, Blitzer wäre wirklich geil. Nachtara würde ich auch nehmen. Nachtara würde ich auch nehmen. Cyana wäre geil, aber. Ja, was haben wir da im Vote? Oh, der Vote ist freigegeben. Wie sollen wir Flamara? Alter, sogar fast mit richtigen Farben. Das ist ja richtig geil, liebe Regie. Bam, bam, badam, badam. Ich hatte ja bei Pokémon Sonne oder Mond mein Evoli aus Versehen weiterentwickeln lassen. Echt? Ja. In was?
Wenn du in der Nähe eines Moossteins stehst. Ah, da hast du so ein Pflanzen-Pokémon. Ja, krieg ich ein Pflanzen-Pokémon. Ich stand da, hab da einen Random Encounter gekämpft, hab gewonnen, hab einen Levelaufstieg bekommen und plötzlich hat er sich weiterentwickelt. Ich so, what the fuck, was geht denn hier ab? Und in Sonne und Mond gab's diesen Moosstein da? Ja, gab's einen großen Moosstein mitten in der Mitte. Und da hast du zufällig? Da hab ich zufällig gekämpft. Ich wusste es nicht mal. What the fuck? Crazy Typ. Mhm. Okay. Das ist Ausrufezeichen Poke und dann gebt ihr ein, was ihr haben wollt. Flamara, Aquana, Blitzer oder Nachtara. So, können wir hier auch abstimmen? Ja, musst du dich aber einloggen auf die Homepage, ne? Also stell dir einen Account und log dich ein. Oh, oh. Mhm. Vielen Dank für deine Teilnahme. Du hast abgestimmt für Blitzer, wuh. Ja, hier schon wieder angemeldet. Manipulierst du das Boot? Okay. Mhm. Okay. Nachtara lese ich viel. Mhm. Hört mit Krani Mani auf. Krani Mani won't happen. Darüber regst du dich jetzt am meisten auf, ne? Nee, ich reg mich nicht auf. Ich find's schade. Es wäre halt perfekt gewesen, aber gut. So, wollen wir jetzt gleich auflösen? Ja, Ausrufezeichen CD Larissa sehe ich. Wäre auch ein Name. Ja, ich würde sagen, wir lösen auf, oder? Ah. Nachtara. Okay, Frandos. 45. Moment, wir geben denen immer noch 60 Sekunden Zeit. Willst du dem wirklich noch 60 Sekunden geben? Ich glaube, da wird sie nicht. Entschuldige, dieser Film wird gerade nicht gezeigt. Wird was mit deinem Handy los? Das Ding geht total berserk. Jetzt gehe ich in Flugmodus. Sorry, Mara. So. So. In 10, 9, 8, 7, 6. Du zählst wie mein Leutnant in der Grundausbildung. 4, 3, 2, 1. Ja, okay. Ist vorbei. Okay. Ist vorbei. Du wolltest einen fucking Blitzer haben, das bekommst du jetzt nicht. Wir kriegen jetzt ein cooles Nachtara. Und jetzt brauchen wir noch einen schönen Namen für Nachtara. Nichts mit Mara, bitte. Na? Nachtmara. Nein, won't happen. Mara hat es nicht verdient, ein cooles leider, Pokémon zu sein. Es ist leider der offensichtlichste Name. Scheiße, ey. Ja gut, dann schreiben wir Mara falsch. Nachtmara. Ey, komm, ihr werdet auch einen geilen Namen haben. Außer Nachtmara. Nee. Es ist Nachtmara mit T oder ohne T. Wir müssen heute ein bisschen... Ja, wir müssen vorankommen. Ist es ein... Nachtmara oder Nachmara? Was würdest du sagen? Nachtmara. Nachtmara. Gute Nacht. Nachtmara. Nee, Nachtmara ist das. Alter, kommt gerade noch so hin. Hab hier mal Schwein gehabt. Krani Mani hätte vielleicht gar nicht gepasst. Ja. Nachtmara. Hab ich alles richtig geschrieben? Ja. Ja. Cool. Na, mal gucken, wie sich dieses Pokémon schlägt. Gut, ein Pokémon in Ausbildung. Hoffentlich geht's nicht drauf. Gucken wir doch mal, was es alles kann, oder? Ja, wir müssen das jetzt halt auch immer ständig hinter uns her. Das ist Level 5! Oh, oh. Oh, Mara, du wirst ein kurzes Leben haben. Es kann sich auch nur durch Zuneigung weiterentwickeln. Und abends. Roten Schlag und Tag. Muss abends sein, ja. Dann würde ich sagen, wir packen es nach vorne. Ja, gib ihm mal gleich so eine Frisur. Gehen wir mal gleich zum Friseur, ne? Gehen wir hier Pokémon Underground. Dann kriegst du eine frische Frisur. Ey, Moment mal. Zuneigung von 220 Punkten. Und es muss nackt sein. Es muss nackt sein, okay. Fully Poba. Wie hast du mich genannt? Okay. Hier, Nachtmara, kriegst du eine schöne neue Frisur? Es ist gar nicht weiblich. Das ist Nachtmara. Oh, ja, ist nicht schlimm. Ist egal. Unsere Pokémon sind unisex. Es ist Julian. Nein, wir gehen jetzt nicht ran. Ja, ja, Nachtmara ist männlich. Holen wir jetzt noch mehr Pokébälle? Wir haben ein bisschen Cash. Haben wir denn neue Routen, die wir besuchen dürfen? Naja, Take City, da können wir angeln. Westlich, östlich und nord. Ja, Take City können wir angeln. Oh, irgendwo muss doch noch eine Superangelfahrten sein, oder?
Ja, ich kann ja die Hyperbälle ja in Tixi. Profi-Angel gibt es in Oliviana City, steht hier, von Rob Chang. Dann müsst ihr weniger grinden. Mhm. Rob Chang schreibt auch schon Tipps. Am besten noch ins dein Gesicht. Dann müsst ihr weniger grinden, da Pokémon Instant Level 20 sind. Und deshalb angelt damit auch Routen, wo geht das gerade weniger Level 20 geht. Was hast du gesagt? Also wollen wir jetzt schon in Tick City angeln? Also ich gehe gleich nochmal in Tick City ein paar Pokémon holen. Eigentlich müssen wir es nicht machen. Wir könnten in Oliviana City, könnten wir jetzt erstmal abwarten. Und dann in Oliviana City holen wir uns die Profi-Angel und dann, wenn wir Not haben, können wir zurück zu Tick City und uns dann Level 20 Pokémon holen. Okay. Also gerade brauchen wir es nicht, glaube ich. Mhm. Aber es kann sich in 30 Minuten schon wieder ändern. Fair enough. Nacht Kiara hätte sich auch... Nacht Kiara. Das wäre auch gut gewesen. Heilung. Zeit zum Sterben! Was nehmen wir denn? Ja. Kein Elektro, kein Pflanzen-Pokémon. Ja, deswegen wäre Blitzer echt geil gewesen. Ja. Yes. Fucking hell. Das hat halt diese Rohhaut, ne? Rauhaut. Boah. Jesus. Nur Wasser-Pokémon. Zuck. Ja, ja. Rapp. Das kriegt jetzt gut Punkte. Was? Hat nur für Level 6 gereicht. Ja. Ganz vorsichtig. Hast du dem eine Frisur gegeben? Ja. Guck mal, da ist noch ein Aprikoko und ein Pokéball, was wir da holen können. Machen wir gleich. Hier sind die Kimono-Girls, ne? Ja. Mit den verschiedenen Ebolis eigentlich. Eigentlich. Ja, ich weiß schon, was du mit meinst. Ich nehme deine Pokémon in Obhut. Also ein EP-Teiler wäre schon geil jetzt. Ja. Das würde uns das Leben schon sehr krass vereinfachen. Aber wir wollen auch kein einfaches Leben haben. Wir müssen eigentlich auch zu Court. Stimmt. Ja, aber ich glaube, das machen wir, sobald wir Fliegen haben. Wann bekommen wir das eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, wenn wir... Nach Oliviana City. Ja? Wenn wir bei diesem... Nee, da bekommen wir Stärke. Hm. Ach, wir werden es ja sehen. Ach, egal. Stärke... Wir kommen hier nicht drum rum. Stärke können wir einsetzen, wenn wir diesen Kampforden machen wollen. Und auf dieser Insel. Nein, hast du gerade gesehen, wer im Chat ist? Nee. Fabian Krane. Oh nein. Der nimmt es uns übel. Der nimmt es uns bestimmt übel. Soll man nicht rumrollen. Okay, so. Da ist die Arena. Da gehen wir noch nicht hin. Oh, stimmt. Viele Leute haben ja gemeckert, dass wir nachgeguckt haben, was für ein Level die Arena... die Arenen stellenweise haben. Mhm. So, und dann gab es wiederum viele Leute, die vorher gemeckert haben, dass wir nicht nachgeguckt haben. Was wollt ihr? So, jetzt sind wir natürlich in einer Position, die es uns nicht leicht macht, die nächsten Schritte zu planen. Oh, hier gibt's auch hier diesen Turm, ne? Ja, der abgefackelte Turm, ne? Mit den Hunde-Pokémon, ist es der? Sehen wir hier nicht auch dieses Suicune? Suicune? Ich glaube, du siehst die drei Hunde-Pokémon, wie sie dann fliehen. Ah. Alright. Oliviana City. Was passiert eigentlich, wenn wir zurück nach, keine Ahnung, Dukatia City fliegen und wir begegnen einem Raikou oder so? Dann fangen wir es. Dürfen wir das dann fangen? Es sind Legendaries. Ich glaube, die fallen aus der Reihe, oder? Ich hoffe. Der panische Blick zum Chat. Der panische Blick ist eher, ich habe gerade Angst, dass... Oh, sorry. Dass unser Rivale jetzt irgendwo auftaucht, weil ich hab. Ich muss sagen. Ja. Pokémon Silber habe ich nicht so gut im Kopf wie jetzt Pokémon Rot und Blau. Ja, aber wo ich dann immer weiß, wo fucking Rivale kommen. Ja, aber dann machen wir ich muss fertig. Das Spiel kurz neu starten. Weil, Das ist verbuggt wie, ne? Ja, ist gerade wieder verbuggt. Aber das sollte kein Problem sein. Ja, selbst wenn der Rivale jetzt kommt. Wenn der Rivale kommt, was dann? Hä? Wenn der Rivale kommt, dann klatschen wir den. Dann kommt er halt, oder wie?
Dann klatschen wir den weg. Ich glaube, wir haben ein relativ ausgeglichenes Team gerade. Ich frage mich, ob er noch jedes Mal ein neues Team hat. Nee. What the fuck? Ist immer noch. Oh, echt? Ist das kaputt jetzt? Kaputski. Okay, alles wieder cool. Okay, gehen wir in den Turm rein. Was ist unser nächster Schritt eigentlich? So, wir müssen. Gehen wir nach Olivia. Also, wir werden ja hier nicht mehr angeln. Nee, hier ist, da können wir wahrscheinlich angeln. Kontrollposten vor dem Glockenturm, ja. Kein Zutritt. Geh mal rein. Kein Zutritt für Unbefugte. Geh mal rein. So, was geht hier? Jens, der Arena dieser Stadt, bestieg den Turm in der Hoffnung, das Pokémon aus der Legende wieder herbeirufen zu können. Und auch er scheiterte an einem Unterfangen. Achso, kriegen wir erst mit dem Orden. Okay. Wir können ja ab einem gewissen Punkt können wir eh nicht weiter. Wieso? Ich glaube, wir brauchen dann Stärke oder so. Mhm. Ist das der Ho-Oh-Turm? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist der Ho-Oh-Turm. Ja? Es sei denn, rechts ist noch irgendwas. Was sind ja. Ja, das ist der Ho-Oh-Turm. Okay. Aber wollen wir hier mal kurz was einkaufen? Ein paar Pokebälle? Das ist der Ho-Oh-Turm, ja. Der Ho-Oh-Turm, der in Tokio, glaube ich, der Asakusa-Turm sein soll. Alter, hast du das mit dem Pokémon Center in London mitbekommen? Wieso? Dass das wohl so krass voll sein soll, dass die Schlangen einfach die größten Schlangen aller Zeiten sind in diesem Kaufcenter. Shit. Und die, mussten den Laden. Oh, ja, komm! On. Im Herzen bist du bei uns, okay? Oh, Leute, bitte! So ja, oh, Leute, bitte! Im Herzen bitte. Bist du bei uns. Ja, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Im Herzen bist du bei uns. Dass ihr in so einer entscheidenden Stelle versagt. Wir haben in den Chat geguckt und kein einziger hat auch nur ansatzweise hier diesen Namen gedroppt. Kein einziger? Kein einziger. Der Chat wird jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Ja, Ukodil war da. Wirklich. Also Ukodil. Ey, wenn es nach mir geht, ist Krani Mani Teil unseres Teams. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ey, sag Tag 1, seit Tag 1, ja, dieses Let's Plays hofft man noch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dieser Firma nur einfach nur nach einem Pokémon in eurem Let's Play benannt zu werden. Und es gibt für mich eine Chance. Und die ist jetzt vorbei. Ey, in diesem Sinne. Krani Mani kommt wieder. In diesem Sinne. Wie oft gibt's Krani Mani in diesem Spiel? Krani Mani wird wiederkommen. In diesem Sinne, macht's gut. Schönen Abend, mein Freund. Unglaublich. Ich glaube, mit ihm will er nicht, mit uns will er nicht mehr essen gehen. Ja, ich könnte noch ein paar Superbälle holen. Ein paar Tränke. Wie viel Geld haben wir? 2600. Wir brauchen Supertränke, Wirt. Tränke bringen uns nicht mehr viel. Das war's. Drei, dann kauf alles. Okay. Ich will den gesamten Laden haben. Okay, es kann nicht sein, dass wir schon nächsten Arena-Leiter können. Da muss doch immer noch irgendwas sein. Ich würde das mal ein bisschen leveln. Ich will, lass mal zu den, Zu den Ladies hier? Nee, zu den Hunden. Oder es sind ja keine Hunde. Was war das? Waren das Wölfe? Sind es nicht Hunde? Katzen oder so. Ein Hundepuck. Ja, die Leute haben uns da wieder korrigiert. Oh, es gibt den Namensbewerter hier. Warte, gehen wir mal in alle Häuser rein. Nee, der ist in Dukatia City. Der Namensbewerter? Da waren wir doch schon in Dukatia City. Ja, den haben wir, glaube ich, verpasst. Das ist Ho-Oh. Er redet von Ho-Oh. Mhm. Aber wir spielen Soul Silver. Ja, und? Ist trotzdem da. Ist halt, glaube ich, Level 70. Ist niedriger, ne? Nee, ist höher. Höher? Das jeweils entgegengesetzte war, glaube ich, immer höher. Who dat? Was steht da? Hä? Was hab ich nicht gelesen? Ja, in. Nee, hier gerade. Habe ich nicht. Sag mal. Ah, du weißt auch nicht ganz genau, wie gefährlich hier denn das. Ein Itemradar. So, das ist so ein Detektor, glaube ich. Ja.
So diese ganzen verrückten Leute am Strand, die da mit dem Metalldetektor rumlaufen. Okay. Mhm. Nee, der Itembewerter. Der Namensbewerter. Der ist nicht hier. Der Senior ist nicht hier? Hier sind nicht so viele Häuser. Mal begeben. Ich guck mal hier nach links. Route 38 ist neu, oder? Route 38 ist neu und Glockenturm, da können wir übrigens auch was fangen. Das ist ein Pokéball, das ist ein Matrose. Poptrank. Ducatia City, wir müssen wieder nach Ducatia City? Okay. So, wollen wir was fangen oder was? Ja, ich würde schon so. Ich würde ja sagen. Aber ne? Haben wir genug Bälle? Ja, wir haben jetzt kein Geld mehr für Bälle. Wir machen jetzt ein paar Trainerkämpfe, damit wir gut Bälle haben. Ja, aber haben wir Bälle? Ein paar haben wir. Ja, lass mal erstmal diese Hunde, diese Hundeaktion machen, dann gehen wir zu den Kimono Girls. Und dann gehen wir Pokémon fangen. Und dann kaufen wir uns mal Bälle und dann okay. Mal sind wir hier am Start. Das macht ja gar keinen Sinn. In der Stadt dürfen wir auch noch angeln, aber wir haben uns entschieden, das noch nicht zu machen, bis wir die Profi-Angel haben. Okay. Ja, die Arena werden wir auch nicht vergessen. Sind hier solche Kroger. Ist es so smart, hier jetzt Evoli vorne zu haben? Ich glaube nicht. Mara kriegt voll aufs Maul. Nee. Nee, Ukodil. Sicher? Oder? Ukodil muss auch ein bisschen leveln. Okay. Ach, das ist dieser Typ. Dieser Typ? Ah! Eusin. Der wurde in Kristall eingeführt, glaube ich. Der hat eine coole Musik. Wenn man sagt, so als ich hier auch, wirf mal einen Blick ins Untergeschoss. Ich bin noch im Boden da drüben. Hä, wir sehen die doch schon. Kämpfen die? Oh, wir können hier was fangen. Wir können hier was fangen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber ich würde wechseln. Ich würde Krog einnehmen, Gena und ein bisschen zu Tode hauen. Das ist ein Gesteins-Pokémon, oder? Oder Erd-Pokémon? Es ist ein Boden-Pokémon. Boden-Pokémon, Erd-Pokémon. Wird wohl nichts mit dem Angeln? Nee, das ist Quatsch, weil das ist eine andere. Ist ein anderer Ort. Kopfnuss? Ja, wir haben nur starke Attacken, ne? Ich würde Mogelbaum, glaube ich, rein und Dreschflegel. Das ist. Dreschflegel? Nicht. Ja. Okay. Ich hätte jetzt, glaube ich, Radikal reingehauen. Okay. Ein Egler, gut, das heißt, es wird schon mal nicht draufgehen. Das ist eine Kampfattacke, ne? Nein. Bodycheck ist nicht Kampf? Nein, das ist nur eine normale Attacke. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Das kann sich aber selbst verletzen, was nicht gut ist. Mhm. Ja, nochmal. Ja, mach. Hier, Kranfi! Krampfi? Kranfi! Kranfi! Er ist wieder da. Okay, jetzt würde ich langsam. Danach würde ich wechseln. Mhm. Wirklich? Obwohl, er kriegt ja nochmal Schaden durch Bodyshot. Ja, das ist das Problem. Jetzt würde ich zu Togetic. Obwohl, es wird nur zurückgeworfen, es kriegt gar keinen Schaden. Bitte? Doch, es kriegt Schaden. Mhm. Kranifant? Kranifant! Finde ich auch gut. Kranifant. Und dann packen wir es in die Box. Was sollen wir machen? K.
Kranifani. Kranifani ist auch nicht schlecht. Kranifani ist nicht Kranifani gut. Kranifani ist ein guter Name. Pokéball? Normal, ne? Wollen wir jetzt einen normalen Pokéball ausprobieren? Ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber mach ruhig. Dann müssen wir halt noch mehr Damage machen. Und ein B? Und ein B. Elytrant. Hm? Ein Elytrant. Geil. Elytrant oder? Nein. Nein. Kranifani? Kranifani ist gut. Okay. Willst du ihn anrufen und sagen, ist alles wieder gut? Ist überhaupt männlich? Ist egal. Also, ob uns das irgendwie davon abgehalten hat, irgendwas weiblich zu benennen. Das ist ein Kranifani. Es ist ein Kranifani. So, jetzt sei zufrieden. Fani oder Fani? Mit PH. Okay. Kranifani. Cool. Mhm. Geil. Wurde auf Box 1? Ja, ist auch okay. Oh, oh. Annette. Nein, nein, jetzt nicht. Wir können gerade nicht, wir sind sehr busy. Haben wir heute nicht schon genug Annette gehabt? Ich bin's noch. Nein, hört auf! Das nimmt hier so eine ganz komische Eigendynamik an. Ja. Was machst du? Ich wollte ins Pokémon Center gehen, aber wir haben ja gar keine angeschlagenen Pokémon. Ja, sorry. Reflex. Okay, warte. Ein bisschen prügeln, ne? Nee. Prügeln, ne? Das ist Jens, Jens. Arena leider. Ja. Was für Blindschleichen. Nee, er hat doch vorhin schon gesagt, wenn du hier runterschaust, siehst du die legendären. Er meint gerade, dass sie hier nach den Leuten suchen. Solche Noobs. Da ist die. Ah, das ist der Trümmerer, könnten wir gebrauchen. Ah. Ah, zu Merrill. Nee, also. Kranifani ist deutlich besser. Ich find's schade, dass wir keinen eindeutigen Counter für Wasser-Pokémon im Moment haben. Was meinst du? Wir haben kein Wasser, kein Pflanzen oder ein Blitz-Pokémon. Ja. Ja. Member Miss Merrill. Miss Merrill. Miss Laser. Miss Laser. Jetzt willst du die Ratte nass machen. Hyperzahn, Junge. Suimon und Edetai. Oh, ein Kampf-Pokémon. Ja, das können wir prügeln, ne? Aquaknarre. Es ist kein Kampf-Pokémon. Es ist Kampf-Psychowirt. Jesus, Mann, warum machen die so komische Mischung? Kommt noch ein Feuer-Wasser-Pokémon? Sag nicht, es gibt schon Feuer-Wasser-Pokémon. Es gibt ein Wasser. Gesteins-Pokémon. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Macht Yoga. Angriff steigt. Bisher hat sie nur Spezialangriffe gehabt. Okay, Wirt. Das muss jetzt sitzen. Krokodil. Oh nein! Wie, du hättest die Zeit gehabt, zurückzugehen. Ach. Shit. Komm, wir schaffen das jetzt.
Oh, 4 Pokémon, Alter. Okay. 20! RIP. Okay, Moment. Lass Ukudil drin. Und dann kopiert es Wasser, aber was... Und dann... Aber wir haben nicht so kein Kauder gegen Wasser. Oh nee, fuck. Geh mal zurück. Geh mal auf Pokémon. Wir können Nachtmara einwechseln. Weil sie hat kaum Attacken. Ganz genau. Und dann klatschen wir es mit Mogelbaum weg. Naja, oder mit Dracarys. Naja, Mogelbaum hat Kampfattacken. Ah ja, okay. Wird, das war ein strategischer Wechsel. Wechsel, der sehr gut war. Bam. So. Level 20, das ist echt nicht gut, Mann. Ja, aber wir kriegen das hin. Psyana. Wie können wir Psyana countern? Psycho-Pokémon. Ich würde einen Gunnar einsetzen und Biss. Aber Moment, ist Psycho nicht? Ist Psycho stark gegen normal? Wir haben doch hier die Liste vom Forum. Moment. Oh, fuck. Also, Psycho ist nicht stark gegen normal. Normal hält so einiges aus. Ich würde Biss einsetzen von okay, Gunnar. Hier ist Psycho. Und Psycho ist allergisch gegen. Wo ist Psycho? Hier. Ist. Findet Psycho nicht gut, ja? Und Stahl haben wir nicht. Gunnar rein. Findet Geist und Kampf richtig nice. Was? Also gegen Geist und Kampf ist es sehr effektiv. Biss? Psyana. Ach so. Ey, warum suchst du nach Psyana? Ich suche doch hier was, wofür Gunnar gut ist. Gunnar ist gut gegen Psyana. Ja, aber dafür bräuchten wir. Eine Unlichtattacke, die Biss ist. Nee. Unlicht ist hier irgendwie gelb. Ich weiß nicht, was gelb bedeutet. Probieren wir es mal aus. Ich sag dir, Biss funktioniert gegen Psyana. Warum ist das hier gelb? Kritisch? Eigentlich müsste das. Komisch. Okay. Alter, 700 Punkte. Jesus. Holy shit. Gunnar wird zur Riesenratte. Groink. Okay, ist auch Psycho. Mhm. Alter, Level 22 wird. Das Ding ist so hässlich. Geil. Zurück, geil. Ey, oh, Gunnar! Shit, Konfusstrahl. Wird. Wir können Gunnar nicht verlieren. Ich fange es. Was ist das? Magiemantel? Selbst. Hä? Geil. Guter Typ. Ruckzuck-Hieb? Ja. Hä? Wie kann das schneller sein? Behüllt sich selbst im Magiemantel. Oh nein, stimmt, vergessen. Was heißt das? Fuck. Was heißt das? Nochmal ruck. Ich weiß es nicht. Soll ich nachgucken? Ist egal, ist tot. Okay. Komm, gib mir einen Pflanzen- oder einen Käferpokémon. Gardevoir ist auch ein Psycho-Pokémon. Der nur Psycho-Pokémon, der Dude. Aber unser Gunnar ist fast tot. Ach, das Waifu-Pokémon. Gunnar ist nicht mehr verwirrt. Spricht einen Wunschtraum aus. Ich möchte nicht sterben. Merkst du eigentlich, dass ich mich für dich zurückhalte? Loser. Es ist fehlgeschlagen. Oh. Ja, ich möchte nicht sterben, hat irgendwie sehr gut gepasst. Okay, Loser. Beiß zu, Mann.
beiß, wie du noch nie gebissen hast. Vertikal! Oh, okay. Oh Mann, ey. Ey, das war auch mies, weil der Kampf einfach aus dem Nichts kam. Aber ist gut. Gunnar ist halt auch einfach eine Maschine. Ja, ne? Gunnar. Ed Buzil. Aber dein Herz ist nicht rein, Ed Buzil. So wirst du nie legendäre Pokémon fangen. So, wir machen jetzt ganz kurz Stopp. Ja, ich gehe ins Pokémon Center dazwischen. So, du gehst ins Pokémon Center, ich gehe aufs Klo und wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück mit den Kimono Girls und eventuell sogar Orden Nummer 4. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, 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 wir spielen Pokémon Nuzlocke, 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 wir spielen Pokémon Nuzlocke. Pokémon Nuzlocke. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Nuzlocke mit Wirt und mit Ilias. Meiner Wenigkeit. Und unsere neuen Pokémon. Für alle Leute, die gerade eingeschaltet haben, ich zeig nochmal unser Team. Wir haben ja mal ein Ukudil. Mhm. Mach mal auf groß hier. Schönes Ukudil. So, was hat das für eine Fähigkeit? Es ist äußerst gerissen. Nee, geh mal, mach mal. Naja. Genau, Sturzbach. Stärkt Wasserattacken in Not. Okay. Stresssituation wird schon stärker. Sag mal die restlichen Fähigkeiten. Geh mal einfach runter. Stärkt. Ah, warte. Ja, hier, weil die A und B hier vertauscht sind. So, gehen wir jetzt runter. Ja, wenn ich runtergehe, gehe ich so. Ja, meine ich ja. Achso, du willst die anderen Pokémon sehen? Ach so, dann sag's doch. Wie gesagt. So, erleichtert das Entkommen. Angsthase. Das ist auch gut. Oh, passt zu Mara. Ja, zu Rickon. Stimmt. Wir hätten es Rickon nennen sollen. So, weiter. Krokai. Erhöht Angriffswert, senkt Genauigkeit. Mhm, das ist auch sehr interessant. Mhm. Verhindert Schaden, der durch Rückstoß entsteht. Also sowas wie Bodycheck und so. Ja, Bodycheck, das ist geil. Okay, weiter. Stärkfeuerattacken, Not. Okay, ja. Das ist typische Starter-Attacke, ne? Oder Starter-Fähigkeit. Stärkert einfach bei Status. Ja, das hat mir schon auch gehabt. Cool eigentlich. Dann gehen wir weiter zu den Hunden. Aber bevor wir weitergehen, ich würde sagen, lass uns mal kurz ins Radio hören, oder? Wieso? Ich würde mir mal die Professor Eich Show anhören. Wieso? Ja, vielleicht ist ja was Interessantes bei. Oh nein, Wirt. Oh, ist ein Video! Wirt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poketalk mit meiner Wenigkeit, Professor Samuel Eich. Ich lade euch ganz herzlich ein, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Welt der Pokémon-Forschung mit mir zu teilen, die ich herausgefunden habe. Und zwar galt das Stahl-Pokémon Scheox sehr lange als eines der stärksten Pokémon. Meine wissenschaftlichen neuen Forschungen haben bewiesen, ist es überhaupt nicht. Es ist ein sehr, sehr schwaches Pokémon. Ganz hingegen, Zerpeise lange als ein sehr schwaches Pokémon. Ja, verschimpft. Allerdings, meine neuesten Forschungen belegen wissenschaftlich konkret, es ist eines der stärksten. Zerpeise, eines der stärksten Pokémon. Das war's aus der wunderbaren Welt der Pokémon-Forschung von mir, eurem Professor Samuel Eich. Holy shit! Hättest du das gedacht? Das sind die größten Fake News, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hashtag besser als Scherox, ey. Es wird eine Grenze überschritten, die ich nicht gut heiße. Ganz im Ernst, das sollten die mal hier bei Visa-Fans upgraden und updaten. Dass ein Zerpeise halt einfach mal besser ist als ein fucking Scherox. Professor Eich hat's gesagt. Er sieht zwar ein bisschen jünger aus, ich habe ihn ein bisschen älter mir vorgestellt. Ich finde es nicht gut, dass du die Medien mittlerweile kaperst und hier den Donald Trump abziehst. Was, Donald Trump? Was mache ich denn hier? Ilias, halt den Rand! Nein! Doch. Halt du den Rand! Halt du den Rand, Ilias! Professor Eich hat gesprochen. Komm mal weiter. Professor Eich ist ein lieber alter Pokémon-Professor, er kennt sich damit aus. Und er hat es eben gerade bestätigt. Glaubst du, Professor Eich lässt sich bestechen? Ach, Wirt. Ach, Ilias. Oh, boah, da oben ist ein Pokémon. Ja, ich geh gleich wieder hin. Fake News bei Pokémon Nuzlocke. Mhm. Mein Nachname sogar falsch geschrieben.
Glumanda, ey, der hatte Donald Nguyen. Der hatte sogar ein Flammen-Pokémon oder ein Feuer-Pokémon. Ja, der Flammenspeier hier. Oh, cool. Stirb! Stirb, Glumanda! Ich drücke deinen Schwanz ins Wasser! So. Cool. Ein Dratini. Ein Drachen-Pokémon. Ja. Da würde ich. Gunnar mit Hyperzahn? Ja, Gunnar mit Hyperzahn. Lady Gunnar. So die All-Time. Ja. All-Time Classic. Zur Not immer. Ey, wenn wir ein Dratini haben, Tini nennen. Oder? Das ist gut. Ja, sehe ich ja gerade. Chat. Drachenwut, RIP. Nee. Kein Drachenwut. 59 KP, das macht 40 KP Schaden. 40 Schaden, kein Ding, Mann. Schnurgas. Das ist ein normaler Pokémon. Das ist so eine Katze, glaube ich. Ah, wir müssen hier mal ein bisschen aufleveln, ne? Dann mal Ukudir rein, ja. Ukudir, oder wollen wir hier ein Dratini rein? Nee, mach mal Nachtmara rein. Nachtmara rein, ne? Nachtmara braucht auch ein paar Erfahrungspunkte. Nachtmara braucht die Erfahrung. Dicke, fette Katze. Wow! So, und dann würde ich. Sie sieht wie eine böse Vermieterin aus. Ukudir vielleicht? Aber 17, 18 ist nicht so weit weg. Ey, weißt du was? Ja? Ist ein Psycho-Pokémon? Ja, dann mach mal Krogei rein. Krogei? Krogei ist auch mal so. Obwohl Krogei ist schon Level 23. Obwohl, ja, aber Gunnar ist auch 23. Dann mach Lingxi rein. Lingxi, do your thing. Das Vieh ist Unlicht, wird hier geschrieben. Das weiß ich nicht. Nicht. Gut, so. Mach auf Fußgag. Mhm. Abchucky ins Jenseits. Ist keine Hypnose. Bam. Wir wollen ja nichts verschwenden, ne? Eine Unlichtattacke. Das ist Unlicht. Ja. Mhm, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Gegengift, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Mhm. Da ist noch einer. Yes. Ukodil vorne lassen? Ja. Ist das nicht die Team Rocket Musik? Ähnelt, ne? Mhm. Wulf. Corazon, Corazon. Corazon. Boah, ich würde Biss machen, ja. Ja, beißen wir mal rein. Es will nicht sterben. Ja, Angriff gegen Angriff ist, wird jetzt, macht dann, ja, Stab ist schwierig, weil das auch Wasser-Pokémon ist. Ja. Wäre ja immer besser. Null Schaden, ey. Wir haben halt nichts gegen Wasser. Wir haben fucking Radikal. Wir haben eine scheiß Ratte, Mann. Hey, Mann. I have Nami. We have Gunnar. Hyperzahn B. Oh, Gunnar. Aber Hyperzahn ist auch ein normaler Angriff. Weiß nicht, ob das so viel. Das ist halt ein normaler. Das kann ein sehr, sehr langer Kampf werden. Nee, ich würde Togetic Sondersensor. Das Ding will nicht draufgehen, ne? Ja, einfach Spezialangriff und die Nummer ist durch.
Turbo. Sehr gut. Blubberbläschen hier. Kopfnuss. Kopfnuss. Ach, Leute, jetzt Genesung. Jetzt macht er wieder Genesung. Oh. Kommt wieder Sondersensor. Ja, nix ist nur sicher überlassen. Alles muss, nix kann hier. Das Ding will einfach nicht drauf gehen. So. Ein Feuerspucker. Puff. Qualm. Wollen wir müssen wir runter. Wollen wir Zertrümmerer? Wem willst du das geben? Guck mal, ich glaube, Krug. Hier, Lingxi kann das bestimmt. Mhm. Puh, das können wir echt viele. Ja. Oder wir warten. Ich würde es aber am liebsten. Ich würde es Lingxi geben. Lingxi? Ja. Frage ist, brauchen wir Zertrümmerer mehr als sonst? Als jetzt so ein Zerschneider. Zerschneider kommt immer wieder damit im. Ja, Zertrümmerer wird bestimmt immer wieder, also gerade gegen Ende. Mimikry weg? Ja. Ja, ist auch eine Kampfattacke, also. Julian. Nein. Wir reden nicht mit Julian. Wir reden nur mit Annette. Wir können auch Pokémon sich verstecken, ne? Ja, aber können wir ja eh nichts mit anfangen. Ja, ja. Das ist sehr gut. So, jetzt lass mal runtergehen. Ja. Beiß rein. Das dauert okay, wie jetzt? Hier was? Hat jemand im Forum hat was richtig Krasses geschrieben. Okay, erzähl. Und zwar kommt es von Haha reingelegt. Strategischer Nutzen von Carnifani. Es lernt oder hat bereits die Attacke Walzer mit einer Stärke von 30. Mit Walzer eingesetzt, führt es die nächsten 5 Runden nur noch diese Attacke aus. Und die Stärke wird pro Runde verdoppelt. Ja, man kennt es von Miltank. Wird vor Benutzung die Attacke Einigler eingesetzt, wird die Stärke grundlegend verdoppelt. Also 60, 90, 120, 150. Was ist das für eine Combo? Und durch ein Igler 60, 90, 120, 150, 180. Man kann sich also gegen einen Gegner, der keine super effektiven Attacken hat, hochboosten. Und sollte Walzer den Gegner in 2 bis 3 erst platt machen, ist der Treffer danach sehr wahrscheinlich ein One-Shot. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann sollten wir eventuell Fani noch trainieren. Okay. Hero. Oh no. Das hat uns noch getauntet, bevor es abgehauen ist. Oh nein. Vilias, Idioten. Das ist so traurig, denn er verfolgt ihn seit 10 Jahren. Wir kommen runter und verscheuchen das Vieh.
Das ist doch die traurigste Geschichte überhaupt. Wir sind einfach dumm, wir sind einfach von ihm zugegangen. So, wir können hier eh nicht weiter, oder? Ich guck mal, was hier noch ist. Items! Wir können auch von der anderen Seite. Maskerregen! Sind irgendwie in diesem Turm nur Wasser-Pokémon? Das kann sein. Ja, Stärke brauchen wir, wird hier geschrieben. Bam, 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 bam. Dann gehen wir wieder hoch. Ja, okay, da brauchen wir Stärke, um weiterzukommen. Ja. So, jetzt gehen wir zu den Kimono Girls. Mhm. Und dann ist der Arenaleiter dran. Okay. Guckst du wieder Memes an, die im Forum sind? Ich hab nur kurz geguckt, was im Forum abgeht. Es wird abgestimmt, ob die drei legendären Pokémon Hunde, Katzen oder was anderes sind. Ich sag Hund. Ich sag auch Hund. Wir sind hier mit Sandro eingeloggt. Sandro wird jetzt für Hund abstimmen. Ja, Hund mag doch sowieso Hunde. Dann passt das. Boah, ey, dass die Leute im Bianca, dass die Leute im Forum Bianca abfeiern. Oh, yeah, 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 yeah. Hm? Hättest du es heute am Anfang nicht gesagt? Wollen wir mal nach rechts gucken? Hier im Osten? Gucken, was da abgeht? Moment. Ich guck mal gleich in Pokécom nach. Speicher's mal ab. Was ist hier da? Der Mahagonia Town. Tunnel? Ist es eine neue Stadt? Ah, und oben drüber ist schon das rote Gyarados. Mhm. Und wenn wir links nach unten gehen, kommen wir nach Oliviana. Also wenn wir jetzt nach rechts gehen, in Osten, ist Route 42 oder Kesselberg. Und dann kommen wir zu? Nach Mahagonia City. Mahagonia City, okay. Das ist der 6. Arenaleiter, glaube ich. Ja, weil wir... Oder der 5? Weil wir in Oliviana City vielleicht dann noch was machen müssen. Ich würd jetzt, glaube ich, erstmal... Dunkelklaue. Ich check das mal auf. Dunkelklaue ist gut. Dunkelklaue ist richtig gut. Volltrefferquote sehr hoch. Mhm. Ukudil. Boah, ich würde es Ukudil geben. Ukudil? Gunnar kann es nicht lernen. Nee, Gunnar kann es nicht lernen. Sonst hätte er Geister countern können. Ja. Aber ich finde es mit Ukudil gar nicht mal so schlecht. Okay. Oder wollen wir abwarten? Wir werden jetzt eh mit den Pokémon hier weitermachen. Ja, okay. Ach komm, lass das einfach machen. Dann mach Grimasse oder so weg. Ja. Dann ist er halt noch ein bisschen breiter aufgestellt, was die Attacken angeht. Ich würde jetzt in die Kimono Girls. Lass mal TXT jetzt abschließen. Okay, guck mal, hier ist Route 42, das heißt... Wird. Der lässt es nicht durch.
wird. So, bekommt man VMs, Boy. Ist das Stärke? Alter, Stärke ist auch eine starke Attacke. Weil sie heißt Stärke. Screw, screw. Können wir eh nicht einsetzen, glaube ich, oder? Ich glaube, das können wir erst nach dem Arena-Kampf machen. Okay, dann lass Tick City jetzt beenden. Kimono. 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 Was sagt die? Sie sagt, ey, lass mich in Ruhe. Zum Tanztheater. Da wollen wir jetzt auch hin. Kommst du mit? Nee, nee, nee. Annette. Nur aber Annette. Oh nee, Annette ist Bay. So ein Stalker. Stimmt, leider. Annette erinnert mich an das, an den Typen aus Hey Arnold. Das geht ab. Hey! Oh, Team Rakete. Hä, ist jetzt nur eine Lady da? Und ich mal einen anständigen Hut aufs Parkett. Oh, ich will einen Pokémon-Kampf sehen. Kommt. Was macht er? Also, der macht einen Hula. Der legt einen Hula aufs Parkett. Ja, der. Ja, 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 ja. Komm, du hast einen Anton. Hilf. Dann rette sie. Du hast einen fucking Anton hier. Anton. Okay, alte Dame. Oh, die Jugend von heute ist so fürchterlich. Okay. Tick City hat was von Kyoto, finde ich. Have no fear. I'm here. Na, 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 na. Nur ein Pokémon? Oh, Rocket Rüpel, ey. Pi. Oh, komm. So, schön die Dunkelklaue jetzt reinfetzen ins Gesicht. Geist-Pokémon. Na, hast ein Fee-Pokémon. Das machen wir jetzt nochmal, ne? Ja. Also gar nicht so schlecht. Oh. Weißt du was? Nee, komm. Nein, nein, ins Gesicht. Was? Nein, nicht... Nicht wechseln. Ja, macht jetzt die ganze Zeit Dunkelklaue. Ach, Zugabe gehabt. Moment, aber irgendwann ist das doch vorbei. Hä? Machen wir noch einmal? Ich glaube, unser Pokémon verliebt sich vorher, bevor wir es besiegen. Zugabe ist beendet. So. Aquaknarre. Dieses Team Rocket, ey. Hat nur die süßen Pokémon. Ja, verpiss dich, Loser. Ach, es gibt nur eine. Also, das haben sie geändert im Remake, ne? Wieso? Es gab halt die ganzen Geschwister. Jetzt ist nur sie da. Ich kann mich nicht daran erinnern. Doch. Kannst sogar nachgucken, wenn du willst. Vielleicht kommen die ja noch. Bruder muss los. Nein, Annette, wir sind gerade bei den Girls. Alter. Wir wollen nicht mit dir telefonieren. Hier waren die. Oh, okay. Hier, das, die hatten Flamara, Aquana. Grün. Blitzer. Grün. Ah, ihr seid Velias, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört am besten einfach nicht zu. Das war's? Ich will sie herausfordern. Laber sie nochmal an. Laber sie nochmal an. Wirklich? Ach, das ist schade. Ich mochte das mit den Kimono Girls. Vielleicht kommen die ja noch. Der gibt uns ein Nugget oder so. Surfer. What? Warum werden wir jetzt mit versteckten Maschinen zugeballert? Bretterst du mit deinem Pokémon im Windeseil über die Wellen? Aber okay. Das bringen wir das hier unserem Okudier? Ja, natürlich. Surfer ist eine richtig starke Attacke.
Was machen wir jetzt? Und Stärke können wir auch gleich Lingxi geben. Lingxi hat schon 2 VMs dadurch. Ja, aber Stärke ist eine gute Attacke. Okay. Stärke 95, Genauigkeit 100 bei Surfer. Schon stabil. Schon stabil. Okay, Raserei raus? Ja. Ja, Raserei ist auch so. Weiß nicht. Nicht schlecht. Also mal gucken, wie viel Stärke er hat. Nee, Stärke 80, 100. 80. Wir gucken, wem wir es als beibringen. Ja, können. Auf jeden Fall hier Lingxi. Hey, wir können es auch Gunnar beibringen. Von mir aus auch Lingxi und Gunnar. Ich würde es erst nur einem beibringen. Dann erstmal Lingxi. Mhm. Nee. Gunnar, weil er schon 2 VMs hat. Was ist, wenn wir noch 2 Attacken haben, die wir brauchen? Wir können keine VMs verlieren. Ich kann ja mal gucken, was Mogelbaum für Attacken noch bekommt. Okay. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Lingxi, das Universalwerkzeug. Attacken. Vierte oder fünfte? Vor. So, Rückentzug. Ist eine normale Attacke, brauchen wir nicht. Finte. Finte ist lame. Nicht. Felsgrab. Können wir dann immer noch. Das sind alles lame Attacken. Naja, gut. Felsgrab ist gut. Ja, Felsgrab ist wirklich gut. Obwohl Steinhagel ist. Aber Genauigkeit nur 80%. Ja. Und 50 Angriff. Slam ist noch. Steinhagel ist halt geil. Das bekommen wir aber erst mit 33. Uff. Slam ist lame. Tiefschlag, weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist doch der Erstschlag, oder? In dem Fall. Also, hier im Chat wird empfohlen, dass wir vielleicht Gunnar das beibringen. Die meisten sagen Gunnar. Ja? Ja. Na gut. Ja, aber was wie gesagt, Lingxi hat keine geilen Attacken, die er noch lernen wird. Ja, aber vielleicht finden wir noch TMs. Erdbeben. Oh, ja, aber das würde ich nicht Lingxi geben. Ich würde das Togetic oder so geben, wenn sie das lernen kann. Ah, der hat schon zerschneidet. Aber Gunnar hat auch schon damit 2 VMs, ne? Ja, Hyperzahn und Biss will ich dem eigentlich nicht wegnehmen. Nee, will ich auch nicht, weil wir werden ja später auch Superzahn haben und das brauchen wir, um Pokémon zu fangen. Ich würde das Lingxi geben. Ja gut, dann gebe ich das Lingxi. Stärke hat aber bei Gunnar halt Stab. Hast recht. Aber. Nee, Stärke ist eine normale Attacke. Ja, bei Gunnar ist ja, bei Gunnar, ja. Ah, ich hab's. Ruckzuckhieb ist. Gunnar ist halt generell schnell. Ja, Gunnar ist eine schnelle Ratte. Dann bringen wir es Gunnar bei. Dann Ruckzuckhieb weg? Ja. Na gut. Gunnar ist ein schneller. Er ist, eine Ratte. Ratten sind immer schnell. Hättest du dir dieses Team mal ausgemalt nach Kai? Ich muss nochmal neu starten. Ich glaube, geh mal einfach in so ein Gebäude rein. Und probier's mal gleich aus. Ja, wir haben noch eine Stunde. Wir den Arena-Orden, den holen wir uns. Ist aber komplett schwarz. Versuch mal wieder raus. Ja, wir müssen es neu starten. Liebe Regie, können wir noch mal kurz raus? Der vierte Arena-Orden. Das ist eine gute Allianz, ne? Es läuft aber gerade ein bisschen zu gut. Bitte sag das nicht. Weißt du noch, was letztes Mal passiert ist? Okay, letztes Mal war gar nicht so schlimm, weil Lingxi sich weiterentwickelt hat. Falls du dich dran erinnerst. Web danach suchen. Dazu einfach unten auf den Chip für die Suche. Nee, nicht Lingxi hat sich weiterentwickelt. Doch, Lingxi 2 hat sich weiterentwickelt. Ach so. Lingxi 2 wurde vom Käfertypen zum Gesteinstypen. Mhm. Okay, es läuft wieder. Geil. Okay. Ist wirklich nichts mehr los bei den Kimono-Girls? Nee. TM-Blitz haben wir schon. Red mal wieder mit der. Vielleicht ist irgendwas passiert.
Nee, passiert nichts mehr. Für Backstage. Nee, passiert nichts. Okay. Dann gehen wir zu Jens, ne? Wir gehen zu Jens. Bringt ja alles nichts. Aber wir werden auf jeden Fall schön erstmal leveln. Es ist alles so dunkel. Ich hab Angst. Lassen wir hier Uke vorne? Ja, stimmt, der Biss. Das soll ja, ja kein Problem sein. Ja. Wo hast du noch keine Geister-Pokémon? Das sind keine Geister-Pokémon. Holy shit. Fünf Pokémon. Ein Vati. Level 16. Er muss raus. Sofort raus. Sofort raus. Immediately. Mhm. Ja komm, mach deinen Donnerschock. Ich hasse es. Mach mal Steinwurf. Ja. Keine Chance. Nicht gegen diesen Bonsai. Oh, das ist so nervig. Opfer. Oh, Link, sie nervt mich. Seit wann funktioniert das? Frage ich mich gerade auch. Wahrscheinlich, weil das ein Doppeltyp ist. Nee, Linkschied hat nur einen Typ. Das ist nur Gesteins. Nee, oder? Bin mir nicht so sicher. Kingler. Was machen wir gegen Kingler? Kingler. Ja, Gunnar. Ja. Wobei Okudil hätte auch funktioniert. Na stimmt, wir haben jetzt zwei verschiedene Attacken, die nicht Wasser sind. Pff, 16. Ja, Okudil wäre uns gut gewesen. Ist der Schneider eigentlich eine starke Attacke? Leider nicht. Stahl. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, bei Pokémon XY hat man das geschenkt bekommen, wenn man das Spiel vor Weihnachten gekauft hat. In Pokémon Rubin und Saphir hast du das auch geschenkt bekommen. Ja? Mhm. Also im Spiel dann halt. Kributak. Das ist ein Wasser-Pokémon. Dann schnell raus damit. Ich will Okudil nehmen und dann Dunkelklaue. Okay, du willst einfach die Dunkelklaue sehen, ne? Ja. Das ist aber auch eine gute Attacke. Wenn man es nicht gegen Normal-Pokémon beschützt. Ah. Das ist die Weiterentwicklung von Krebskor, oder? Mhm. What the fuck? Warum? Ich weiß es nicht. Aber warum? Ich weiß es nicht, Mann. Also, ich mache immer nur. Okay, das sind einfach nur schlechte Attacken von mir. Rebutag? Das ist ja Hammer. Was ist das für ein Typ? Das ist kein Wasser-Pokémon. Wasser- und Licht-Pokémon. Okay, das erklärt es natürlich. Diese scheiß Doppeltypen. Ja, es sind zu viele Doppeltypen mittlerweile. Knirscher. Schön Biss weg. Knirscher ist stärker als... Oder? Ja,
auf jeden Fall. Stärker als Biss? Ja. Okay. Das ist ein Geist-Pokémon. Ne, lass mir es mal drin. Obwohl. Ich glaube. Wenn es ein Geist-Pokémon ist, Ukodil. Sensor. Nee, Ukodil. Schön reinbeißen. Oh nein, jetzt komm, jetzt. Ich wechsle es aus. Ja. Oh, ist das nervig. Keine Risiken eingehen. Gundula! Gundula, oh Gundula! Ja, lass mal zurückgehen. Ja. Aber wir sind runtergefallen. Oh. Bunga, Bunga. Bunga, Bunga. So. Siege mich und ich gebe dir einen Tipp. Dorothea. Kikli. Ukodil. Hey, macht hier die Dunkelklaue Sinn? Bei einem Kampftyp? Meditation. Die rentiert sich noch nicht so ganz. Nee. Groga ist zwar normal, aber Flug und Kampfattacken sind nicht effektiv gegen Flug. Wird. Das liegt daran, weil er vorhin Meditation eingesetzt hatte. Dracarys Flammrad. Aber vielleicht ist Togepi schneller und... Oh, nee. Nein, Flammrad. Oh no, mein Herz. Nein, nein, nein! RIP. Wir müssen Pokémon opfern. RIP. Ich sag's dir ganz ehrlich, RIP. Scheiße, ey. Was haben wir? Kampffokus. Wir haben ja hier Dings, aber das Problem ist, Kikli ist effektiv gegen Lingxi und Gunnar. Ja, Gunnar ist ein Normal-Pokémon, geht sofort drauf. Ja, RIP. Wir könnten einen Trank einsetzen. Ja, aber dann greift er nochmal an. Wir müssen Pokémon reinsetzen. Aber vielleicht macht er was anderes. Supertrank. Sobald er was anderes macht, Flammrad. Wir haben 7 Supertränke. Guck mal, Durchbruch, was die Attacke macht. Holy shit, Alter. Was ist das Problem bei dem? Liegt das an der Meditation? Ja, ich glaube schon. Moment mal.
Och, dieser Fans lässt mich im Stich. Meditation, das war. Das Problem ist, dadurch werden Volltreffer verursacht. Ich will doch nur wissen, was Meditation. Steht da doch ganz oben. Erhöht Angriff des Anwenders um eine Stufe nur. Das ist der Energiefokus. Meditation plus 1 Angriff. Nee, es verstärkt halt nicht die Volltrefferquote. Es nur, macht nur den Angriff besser. Aber um eine Stufe nur. Eine Stufe. Da muss Kickley halt einen richtig guten Angriffswert haben. Was denkst du? Naja, ich würde wieder einen Supertrank einsetzen. Und hoffen, dass er wieder Meditation macht. Ja, aber wenn er jetzt einen Volltreffer hat, dann war es das mit unserem Dracarys. Ja, aber was willst du sonst machen? Fuck, der zieht uns richtig viel ab, einfach. Was können wir denn opfern? Wir müssten das Evoli opfern. Das ist das Schwächste. Aber wie würden wir weitermachen? Er bräuchte, glaube ich, nur einen Flammenrad. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob er der Erste ist, der angreifen wird. Er ist eigentlich schneller. Was ist mit Krokei? Ja, wenn wir jetzt Krokei reinwechseln, ist er tot. Weil er dann als nächstes angreifen wird. Aber Krokei hat doch die Flinkklaue. Ja, aber er wird trotzdem. Wir wechseln es ein und dann greift Kickley an. Ja, aber dann können wir das doch so machen, dass wir Evoli opfern. Wir machen einen Supertrank auf Togetic und dann kommt es rein. Wenn wir Evoli jetzt reinwechseln, dann tötet er Evoli, ja. Und wir werden nicht die Möglichkeit haben. Nein, doch, haben, wir werden mindestens. Nein, wir müssen noch ein Pokémon opfern, weil in der Zwischenzeit müssen wir ein neues Pokémon eingesetzt haben, weil wir in der Zwischenzeit gar nicht davor nicht heilen können. Okay. Ich. Quick Clock triggert auch nur mit 10% Wahrscheinlichkeit, das ist gut zu wissen. Ich würde jetzt einfach Flangrad. Ja, hier sagen die es auch, weil Dracarys bestimmt schneller ist. Na gut. Es ist noch nicht vorbei. Sonnenflora, da müssen wir Dracarys drin haben, aber mit Supertrank. Ich heil's jetzt sofort. Ja, sofort Supertrank. Das wird doch nicht so eine Fucker-Attacke haben, damit sie uns gleich wieder killen kann, oder? Nee, ich glaube nicht. Stell dir vor, Supertrank geht daneben. Sofort Flammenrad. Ja, klar. Die Grasflöte. Das ist die Grasflöte. Wir haben ein paar Aufwecker, glaube ich, noch. Das kriegen wir schon hin. Spiel hier nicht den Helden. Das hat nichts mit Helden zu tun, aber. Heil, Aufwecker und dann kurzen Prozess machen. Das ist mir hier alles zu hektisch und zu stressig. Alter. Du hast es fucking nochmal gejinxt, weißt du das? Das sind Level 20 Pokémon. Wird was passieren, wenn wir bei Level 40, 50 Pokémon angekommen sind? Ja. Dann weinen wir jede Folge. Geh erstmal weg. Alter. Was für ein Level hat der Arena-Leiter? Alter, Annette! Ohne Scheiß! Schlechtes Timing.
Ich würde vielleicht trainieren gehen. Im Westen sind noch ein paar Pokémon-Trainer, die es verdient haben, aufs die Fresse zu bekommen. Also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch einen der in der Arena. Wir werden jetzt erstmal bis zum Arena-Leiter uns durchkämpfen. Aber es ist ein smart Ukodil vorne. Wir müssen echt mal Nachtmara ein bisschen pushen. Ich glaube, wir trainieren Nachtmara, bevor wir dann gleich hier... Wir machen noch einen Trainer und dann trainieren wir Nachtmara. Ja, machen wir heute nicht den Arena-Orden? Mal schauen. Ja, das heißt, du hast viele Jahre mit denen verbracht. Nur ein Pokémon. Oh, oh. Das ist ein gefährliches Pokémon. Was macht es? Es ist sau schnell. Komm. Elemente? Egel ist Käfer. Das wollte ich wissen. Double Team! Es hat halt einen sehr hohen Fluchtwert. Ja, wir wollen es ja nicht fangen. Ja, aber wir wollen es treffen. Da ist was dran. Flammenrad. Das ist jetzt schon schneller, ey. Boah, Alter, das ist ja echt Glück. Das ist echt Glück. Der Kairos Baby. Kleopatra. Okay. Ist das dann hier Jens vorne? Nee. Ist noch eine Omi. Die machen wir auch noch. Gewonnen. Meryl. Ah, Meryl. Komm. Ja. Volltreffer. Okay. Okay. Ein Dickler, ich lass drin. Mhm. Gib ihm direkt einen Surfer. Oh ja, yeah. Cowabunga. Sowieso schneller als wir, ne? Ja. Oh Mann. Damn. Ich hasse diese gegnerischen Pokémon. Was ist das denn? Ein Hornweißer. Ist das ein Käfer-Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Und alle Pokémon, die ich nicht kenne, müssen gegen Dracarys kämpfen. Das kenne ich nicht. Ich glaube, es ist ein Käfer, so ein Bienen-Pokémon oder so. Oder? Ja. Ja, hast recht. Ach, das, was auch in den neuen Pokémon-Videos dann immer zu sehen ist. Ich finde, das ist kein Pokémon mehr. Sieht mittlerweile ein Digimon aus. Ist halt so eine Bienenkönigin. Ja. Blockbefehl. Verteidigung steigt. Ja, ruckzuckieb. Ruckzuckieb. Ich lese hier gerade, das stärkste Pokémon ist 25. Ja, dann gehen wir bestimmt nicht kämpfen heute. Das stärkste Pokémon ist 25? Mhm. Steht da gerade im Chat. Ups. Ja, egal, wir wollten sowieso raus. Jetzt, eigentlich hätte ich schon Bock, den Arena leider zu bekämpfen. Ich würde gern nach Mara trainieren. Ja, aber den kriegen wir doch, die kriegen wir doch niemals hoch. Hä? Bis wir den Arena-Leiter bekämpfen. Wieso? Bis wohin willst du sie trainieren? Ein paar Level sollen schon sein. Ja, wie lange? Wie oft denn? Also was bis zu welchem Level? Werden wir gleich sehen. Wir diskutieren das hier nochmal kurz. Wir gehen ganz kurz nochmal in die Werbung
und sind dann gleich zurück. Vielleicht sogar schon mit einem Nachtmara, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall eventuell mit dem vierten Orden. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Es ist Andreas. Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Und damit herzlich willkommen zurück. Mit Wirt, mit Ilias und eventuell mit dem vierten Orden. Wirt, wir haben angekündigt, dass wir diskutieren werden. Wir haben nicht eine Sekunde. Wir haben uns ausgeruht. Ja. Aber man muss auch sagen, oh, Alter, es geht. Es backt da schon wieder. Guckt euch das mal an. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Sind wir ein Pipi? Ich weiß es nicht. Aber ich speichere kurz. Und das hinter uns ist ein Habitat. Das ist mal wieder sehr merkwürdig. Boah, ich bin echt zu müde. Halt durch, halt durch. Tut mir leid, heute habe ich irgendwie einen Durchhänger. Ey, ich würde sagen, wir trainieren noch ein bisschen. Weil, ich bin ein Schisser, Mann. Kai, gleich der zweite Arena-Leiter. Guck mal, pass auf, wir haben es gerade im Chat gelesen. Ich habe es jetzt auch noch mal hier aufgerufen, weil es bringt doch eh nichts. So, Level, wir haben zwei Pokémon mit Level 21. Okay. Dann haben wir ein Pokémon Level 23 okay. Und ein Pokémon Level 25. Okay. Und wenn wir uns unsere Pokémon anschauen. Ich schaue sie uns vielleicht mal ganz an. So, der faire Weg wäre, dass wir das einfach jetzt votieren lassen. Wir lassen den Chat votieren, ob wir jetzt zur Arena gehen. Okay. Oder nicht. Dann lassen wir den Chat votieren, aber ich würde dann aber noch sagen, mit der Information, dass Jens keine Zeit hatte. Für eine Videobotschaft diesmal. Ja, scheiß auf Jens. Also, mit oder ohne Videobotschaft, wir klatschen den. Also ihr könnt auswählen. Also bitte Regie bereitet vor. Jens bekämpfen, ja oder nein? Klatschen ohne Videobotschaft. Klatschen oder nicht Jens klatschen. War wohl ein richtig beschäftigter Dude. Jens war ein bisschen busy in letzter Zeit. Und hat uns. So, leveln oder Arena? Ja. Diese zwei. Ja, Arena, nein, leveln. Go, grindet noch schnell. Go, grindet noch schnell. Nein, ja. Ja, nein. Oh, sehr viele für nein. Da kam plötzlich so ein Sprung. Also fürs nächste Mal hätte ich definitiv, Jens bestimmt Zeit, eine Videobotschaft aufzunehmen, aber für heute hat es leider nicht gereicht. Okay. Ja. Die Informationen wurden weitergegeben. Ich stehe einfach mal zwischen den Toren. Um Ein- und Ausgang. Okay, es gibt noch genug Sachen, die wir machen können. Wir können auch zurück zu Kurt gehen. Boah, nee. Aber wir können in Richtung Oliviana City gehen und dort ein bisschen trainieren. So, ja, zur Arena, nein. Grinden und dann bekommt ihr nächstes Mal definitiv eine Videobotschaft vom geliebten Jens. So. Wenn ihr jetzt auf Ja klickt, ist die Videobotschaft weg. Ich vote auch mal. Okay. Ich werde jetzt von 10 runterzählen. Okay, zähl aber bitte nicht wie bei der Bundeswehr. 9. Du zählst wie bei der Bundeswehr. 8. 7. 6. 5. Regie blendet ein. Alter. 4. 4,5. 3. 2. 1. Und vorbei. So, was steht da? Nein. 52, okay. Wir gehen leveln. Wir gehen grinden. So ist die Entscheidung der Zuschauer gewesen und das passiert jetzt. Genau, wir gehen grinden. Und Nachtmara ist schon mal ganz vorne. Und ich würde mal sagen, machen wir Arena-Kämpfe oder nicht Arena-Kämpfe, sondern Trainerkämpfe? Ja, Trainerkämpfe machen wir. Okay. Da haben wir doch den Matrosen. Der hat doch bestimmt Zeit, oder? Matrose Pierre. Ein Gekka-Bohr. Komm, den ver. Nee. Level 20, ey. Den verprügelst gar nichts, mein Freund. Den verbrenne ich. Nee, gib mal. Krogei oder so.
Wieso? Warum Krokai? Ja, damit er levelt. Na gut. Wir haben... Er hat Verfolgung eingesetzt! Oh! Husus, Gott, oh Gott! Holy shit! Du Huso! Du hast fast nach Marum geholt! Holy shit! Oh boy! Holy shit! Holy shit! Es macht unseren anderen Pokémon nicht viel Schaden, aber... Holy shit! Holy shit! Das war Knopf. Das war Knopf. Schnells Pokémon Center. Naja, dem kannst du auch einen Trank geben. Ey, Level Trank neu. Ist Money, Mann. Trank werden wir eh nicht mehr für unsere Haupt-Pokémon. Ey, Trank benutzen. Ist Money. Okay. Ja, jetzt bist du neben dem Pokémon Center. Ich hasse dich. Ja, du. Weird. Verdient. Nein. Wollen nach Mara noch nicht umbringen. Noch nicht. Ich beschleunige es mal kurz. Stimmt, das Beschleunigen habe ich ganz vergessen. Ja. Also jetzt beschwert euch nicht, dass gegrindet wird. Die Macht der Demokratie hat eingeschlagen. Ja, also ihr habt entschieden, nicht wir. Und ich habe transparent gesagt, was los ist. Und ja. Eine Rotblume? Aha, ein Modekoffer. Oh nein, Mara ist im Chat. Mara, du gehst gleich drauf. Oh, warte, hier können wir Pokémon fangen. Hier haben wir noch keine Pokémon gefangen. Route 38. Ja, aber das machen wir noch nicht. Oder? Haben wir Bälle? Immer doch. Ups, falsch. Ja. Okay. Kann mitarbeiten. Also ich könnte jetzt nochmal natürlich laufen und was holen, aber. Willst du noch was kaufen? Na komm, ich mach den Trainerkampf noch. Sorry. Bam, bam, badam, bam. Okay, Ukodil. Diese Attacke macht mich nervös, ey. Ja, mich auch. Er tränkt den Vogel. Ja, sehr schön. Eiszahn. Nicht schlecht. Haben wir was gegen Drachen? Ein Aquaknarre raus, ne? Würde ich auch. Alter, Ukodil ist einfach MVP. Alter, wird doch bestimmt noch Keifel? Das ist ein Eis-Pokémon. Wird doch bestimmt noch gute Uke? Gunnar meine ich. Was mit Lingxi? Habe ich Angst, wenn da jetzt irgendwie. Das Eis ist Gestein allergisch gegen Eis? Ich glaube nicht. Keifel ist Eisboden. Gestein. Ja, dann hilft das ja schon mal nicht. Kampf ist doof, Boden ist doof und Stahl ist doof. Ja, ich würd Ukodil drin lassen. Oder? Oder Gestein ist gegen Eis sogar sehr effektiv. Also wenn wir Steinwurf oder so packen, hier. Gestein, okay. Eis. Gegen Eis? Ja. Wenn wir Steinwurf reinhauen, dann ist das sehr effektiv. Ja. Na gut. Du erklärst dann, Andreas, was halt bei... Ich hab hier nur die Tabelle. Ja, ja.
Ach, das Ding, der Büffel. Machen wir Fußkick? Bam! Fußkick war effektiv, ja, Gestein. Weil deswegen. Es Eisboden war. Ja, ja. Boden, Gestein, Eis, was. Warte, gegen was ist Kampf jetzt effektiv? Kampf ist effektiv gegen Gestein? Boden. Gegen Boden, okay. Nee, Kampf ist effektiv gegen Gestein. Nach den Kämpfen geben mir die Jungs immer Items. Wir geben Verlierern doch keine Items. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Achso, die gibt Items, uns dann ab gibt und uns Items. Items. Ja, okay. Items nehme ich gerne. Nein, du bist ein guter Mensch. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir hier gegen ein Pokémon kämpfen werden. Oder ein Pokémon fangen. Deswegen packe ich schon mal Krokei rein. Wegen ja. Gesang. Gena. Gena. Okay, die Route ist on. Noctu. Ja. Ah, es ist okay. Es ist ein Mittelklasse-Pokémon. Das ist wieder Volkswagen, ne? Ja, machen wir jetzt mal Gena. Ist wirkungslos. Ah. Ist nachtaktiv. Falls wir es fangen. Wow. Würde ich sagen, das behalten wir. Ist ganz gut, weil irgendwann haben wir Fliegen. Ja. Superball. Mhm. Und ein B. Naja, aber Togetic hätte theoretisch auch fliegen können. Mhm. Glaube ja. Ich zumindest. Ja, ja. Damn. Okay. Schröcktu wird hier geschrieben. Schröcktu? Schröcktu? Noctu ja. Ist mad, Taubsi ist besser. Mhm. Hm. Schröcktu? Schröcktu? Schröcktu wird geschrieben. Pokémon. So, jetzt gerade wird uns der Twitch-Chat angezeigt. Vom YouTube-Chat kommt nix. Ah, doch. Ah, Game 2 finde ich auch gut. Oh, Game 2. Game 2. Finde ich gut. Game 2 ist sehr gut. Und das kommt jetzt alles von Twitch. Ja, Game 2 ist es, würde ich sagen. Schreck 2 ist also. Ja, Game 2. Doch, das, ja. Ich check mal hier den Twitch, den Super-Chat. Ja, YouTube schreibt auch ganz viel Game 2. Game 2. Game 2. So. Okay. Finde ich gut. Julian. Halt die Fresse, Julian. Wir können hier noch bleiben, ne? Wir müssen nicht trainieren. Wir müssen nicht ins Poké-Center zurück. Nee. Dann kämpfen wir doch mal gegen die Lady hier. Irgendwie finde ich es schade, dass wir nicht in die Arena gehen. Ja. Ja. Da endet die Folge mit so einem. Oh, komm, hör auf. Bisschen low. Doch. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Oh, die Arena war viel zu einfach. Sag sowas nicht, bevor da die Folge vorbei ist. Na gut. Jetzt. Scheiße, es ist Wasser Elektro. Ich würde Lingxi rein. Nee. Würde ich Gunnar reinnehmen. Ja, Gunnar. Gunnar hat es. Das ist auch so eine scheiß Kombination. Aber wir könnten mit einem Cliffhanger enden. Hier wird es auch geschrieben. Ist doch auch gut. Alle lieben Cliffhanger. Schneckmack. Das ist ein Feuer-Pokémon. Ja, will ich auch mal hier.
Jutta. Easy. GG, easy. Ah, die Schönheit hat immer sehr viel Geld mit sich. Komm ich da hin? Ach so. Okay. Ein Vogelfänger. Timo. Der Einrasaff hat. Ein Kampf-Pokémon. Dann würde ich da doch mal Krogei reinpacken. Das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Da ist was draufgegangen. Ja. Aber mir fällt nichts anderes ein. Es ist ein Flug-Pokémon. Und es hat Psi-Welle. Oder hier, was war es noch? Konfusion oder Sondersensor. Irgendwas. Ja, dann mach's rein. Nach jeder einzelnen Attacke. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Huiuiuiui. Wie ich auf Energiefokus früher nie reagiert habe. Und mittlerweile macht mir alles Angst. Jede einzelne Attacke oder irgendwas, was die Pokémon aufpumpt. Tyrakrok. Mirror Match? Ja. Mirror Match? Ja. Okay. Gib ihm mal. Ein Biss. Oder eine Dunkelklaue. Versuch mal die Dunkelklaue. Hey, die ist echt nicht so geil, ne? Nee. Jetzt wird's langsamer. Probier Biss. Das ist ein Witz. Blub. Ist auch nicht besser. Ja, das Dunkelklaue noch mal ein bisschen smoother. Ist auch kein Step-Move, ja. Ja, zu Recht, aber. Hm. Geil. Das ist ein Flug-Pokémon. Staravia. Ich würde mal Linkshi reinnehmen. Macht das Sinn? Bei Flug? Nee. Nee. Wieso? Ja, zwei Kampfattacken. Eine Gesteinsattacke. Naja, aber Gestein ist doch gut. Gegen Flug? Nein. Oder? Naja, wenn du hier... Drück doch mal rauf, damit die Tabelle größer wird. So, Flug ist schwach gegen Pflanze, gegen Kampf, gegen Käfer. Gegen Gestein ist es... Ja, Gestein ist sehr effektiv gegen Flug. Steht hier, oder? Ja. Wir haben noch Steinwurf. Ja, gut. Oh, wir haben Eiszahn. Eisattacken sind gut gegen Flug. Oh ja. Dumm. Unsere beiden Pokémon sind dumm. Ja. Notsituation. Oh 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 oh. Holy shit! Oh oh oh. Notsituation wird, glaube ich, richtig stark, wenn das halt im roten Bereich ist. Timo. Das war ganz schön knapp, Mann. Mhm. Hätten wir Linkshi 3 verloren. Nein, es ist Linkshi 2. Es hat sich weiterentwickelt.
Okay, ich gehe mal hier ins Center. Ich bin aber nicht zufrieden mit dem Noctu. Wir haben heute irgendwie echt gute Pokémon gesehen und gefangen. Aber Noctu war bisher so ein Downer. Ne? Deswegen, war ganz aber cool. Deswegen finde ich Noctu nicht so schlimm. Also wir haben so gute Pokémon jetzt. Wir bräuchten halt nur einen... Also wen würdest du jetzt austauschen von den ganzen Pokémon, die wir haben? Also gerade ist Nachtmara halt noch sehr underwhelming. Ja, Nachtmara noch... Muss noch viel arbeiten. Ja, ich weiß, ich sehe auch nicht, wie uns ein Unlicht-Pokémon jetzt noch groß weiterhilft. Wir haben halt Pokémon mit Unlicht-Attacken. Ein Blitzer hätte uns echt gut getan. Hm. Wir müssen weniger Demokratie machen. Ja. Wir müssen es wie... Wie im alten Rom machen, in Notsituationen wird die Diktatur ausgerufen. War es nicht so? Mhm. Nachtara ist ein unglaublich starker Tank, schreibt Have Eddie. Ein Tank könnten wir gut gebrauchen. Naja, wir haben ja ein paar gute Tanks. Togetic und Mogelbaum. Ja. Das wäre ein guter Tank. Aber das wäre wieder ein Wasser-Pokémon gewesen. Ja. Ich bin nicht so traurig drum. Ey, Lapras hätten wir im Early Game gebraucht. Obwohl wir sind immer noch im Early Game. Ja, das stimmt. Ja, komm, wenn das Ding Eisstrahl macht, dann ist Togetic weg. Gut, dass ich nicht Togetic reingepackt habe. Dann mach Blitzer draus. Mara, du hast hier nichts zu sagen. Lapras. Lablas. Noch ein Lars. Die Wiederauferstehung von Lasi. Ich vermisse Lasi irgendwie. Lasi 1 war ein guter. Ey, Ultraschall war einfach Ultraschall. King. Wie gut das Schall sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja. Was war es nochmal? Ein Geist-Pokémon? Ich glaube... Na fuck it, das Vieh muss ein bisschen trainieren. Alter, als Level 20 wird. Das ist Unlicht plus Geist. Unlicht plus Geist. Gib mir eine Stab-Attacke. Ja. Immer diese exotischen Mischungen. Krass, Furie. Jetzt kommen die kuriosen Attacken. Gut, die 22 auch gut. 32 entwickelte sich, ne? Ich glaube. Nein, nein, der will nur unsere Nummer haben, weil wir Professor Eich persönlich kennen. Das ist so ein Typ, der will gar nichts von uns. Der ruft dann halt nur an und fragt dann so, ey, hängst du gerade mit Professor Eich ab? Ey, kannst du mir vielleicht auch mal vorstellen? Ja. So, ne? Ja. Nee, nee. Haben wir schon die nächste Stadt geschafft? Oh, tatsächlich. Nee, also das ist die nächste Route. Baoba. Baoba. Baoba Fett. Oh, die Safari-Zone. Ah, die Safari-Zone. Aha. In Fuxania. Anemonia. Das finde ich gut. Ja, das ist gut. Networking mit dem ist gut. Boba.
Und weg ist er. Was haben diese Mülltanks zu bedeuten? Wir sind auf der Farm. Ah. Ein Psycho. Gift-Pokémon. Das ist ein Gift-Kampf und guck mal, Krokei rein. Ist immer noch nur 23. Wer? Krokei. Ist ein bisschen. Es entwickelt sich ein bisschen langsamer als andere. Lass dem Ding noch mal ein bisschen Zeit. Na gut. Zumindest ist es kein Togepi mehr. Spotlight. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Ist eine normale Attacke. Bezieht Aufmerksamkeit auf sich. Gegner greift nur Anwender an. Nee. Wollen wir nicht. Ach so, ist halt nur für Doppelkampf besonders interessant. Aber brauchen wir nicht. Nicht lernen. Sneeble. Ein Unlicht-Pokémon. Was war nochmal gut gegen Unlicht? Psycho? Psycho? Boah, ich weiß es auch nicht. Hieß dieser Scheiß. Ich lass jetzt mal hier. Es hat keine Wirkung. Okay, es funktioniert nicht. Unlicht ist gut gegen Psycho und gut gegen Geist. So rum war das. Also wir sollten. Krokei ist kein Psycho-Pokémon, ne? Nein, Krokei ist ein normal Flug-Pokémon. Käfer ist gut gegen Unlicht. Krokei ist gut gegen Unlicht. Schack. Dead Lady. Ich bin's nochmal, der Nette. Ich weiß nicht, ob ihr meinen. Ich hab schnell weggedrückt. Mute. Oh, ey, lass mal zur Farm. Zur Pokéfarm. Ich glaube, da kriegen wir sogar Milch. Kumu-Milch? Ja. Wir müssen dem Sinelbären geben. Hast du eine Sinelbeere? Ich guck mal gleich. Ja. Ja, drei Sinelbären. 10 Kapitel. Können wir vielleicht einigen Pokémon mal geben, damit sie mal in der Not mal kurz in eine Beere reinbeißen können. Ja. Oh nein. Mülltank ist schwach. Alter, hast du ihm. Etwas besser. Du bist immer noch krank. Verdammter Wiederkäuer. Ich habe keine Sinelbeere mehr. Oh. Ja, wird. Ist auch so, wenn du krank bist, möchtest du das essen, was dir am besten schmeckt? Oder dein Lieblingsessen haben? Ich habe jetzt Bock auf mein Lieblingsessen. Ach, bist du krank? Ja, du bist krank. Wird, wir müssen aufhören. Müssen wir aufhören? Oh shit! Es ist schon vorbei. Die Zeit ist vorbei. Die Leute haben entschieden, wir sind nicht zur Arena gegangen. Aber wir haben einiges geschafft. Wir haben echt viel geschafft. Wir haben coole neue Pokémon gefangen. Mhm. Und aber ich würde jetzt das Versprechen aussprechen. Ja. Nächste Woche wird Jens geklatscht. Wird Jens geklatscht und vielleicht sogar der 5. Arena-Orden. Okay. Besorgt. Also ich hoffe, die Dame in der 5. Arena hat Zeit.
Bitte? Ich hoffe, die Dame in der fünften Arena hat da noch ein bisschen Zeit für uns. Das obliegt nicht uns. Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr könnt natürlich dem Video Unterstützung geben, indem ihr einen Daumen nach oben gibt, Kommentare verteilt, schreibt und natürlich auch, dass man euren Freunden zeigt, vielleicht mal die erste Folge und so weiter und so fort. Hashtag Diamond Mon oder Süße Boys könnt ihr euch aussuchen. Mhm. Jetzt geht's weiter mit dem folgenden Programm hier auf Rocket Beans TV. Doom hat sturmfreie Bude. Er zockt jetzt wirklich Plants vs. Zombies. Also bleibt dran. Geil. Viel Spaß und bis nächste Woche.